Sehr geehrtes Publikum, lieber Doron Kiesel, liebe Lea Wohl von Haselberg, liebe Zilli Kugelmann, liebe Tiza Sehne, liebe Frau Königsberger und Herr Königsberger, die sorgen für unsere Sicherheit und stehen deswegen draußen und können das jetzt nicht hören. Lieber Thomas List, ein Mitglied unseres Fördervereins, und liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Sehr herzlich begrüße ich Sie zum, wir haben nachgerechnet, mittlerweile 5. Kinoseminar des Zentralrats der Juden in der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden. Da befinden Sie sich jetzt. Mein Name ist Christiane von Walert und ich bin Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Und ich freue mich außerordentlich, dass diese schöne Kooperation mit dem Zentralrat, das gibt sie seit 2016, schon fast, ja, kann man sagen, dass die schöne Kooperation eine Tradition geworden ist. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ist ja mit der Bundesbahn nicht immer garantiert. Und wie ich sehe, haben Sie das Filmhaus auch gefunden. Das ist auch beim ersten Mal nicht so selbstverständlich. Aber Sie sind da. Wir freuen uns sehr, die Veranstalter, wir, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich glaube, wir freuen uns auch alle darauf, dass man sich wieder persönlich und ohne Maske begegnen kann und miteinander, sozusagen live miteinander sprechen kann. Zum Thema Maske, wer eine aufhaben möchte, steht Ihnen selbstverständlich frei. Aber im Moment sind wir ja in so einem glücklichen Zwischenstadium, wo wahrscheinlich selbst Herr Lauterbach heute seine Maske absetzen würde. Es werden auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedrich-Murnau-Stiftung teilnehmen. Auch Sie begrüße ich herzlich. Dann gibt es zwei Mitarbeitende, nämlich Marie-Therese Dutzig und Sebastian Schnurr. Die sind unser Orga-Team. Ich bitte, dass die beiden Kollegen mal eben aufzeigen, sitzen hier vorne. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben oder wenn Sie irgendwas brauchen, wenden Sie sich einfach an Frau Dutzig und Herrn Schnurr. Das Thema heute heißt von Transit und Traum, jüdische Erfahrung in der Nachkriegszeit. Das wird uns jetzt zwei Tage lang beschäftigen. Nachkriegszeit. Das ist die Zeitspanne zwischen dem Sieg der Alliierten über Hitlerdeutschland und der Befreiung der Konzentrationslager im Mai 1945 bis hin zum Kalten Krieg, dem großen Konflikt zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem Ostblock unter Führung der Sowjetunion. Der Kalte Krieg, der quasi mit der Berlin-Blockade 1948-49 beginnt. Diese Nachkriegszeit, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden, war extrem ereignisreich. Sie war turbulent und chaotisch, diese Zeitspanne. 1943 hatten die Alliierten die Zahl der Displaced Persons in Europa, also all derer Menschen, die sich nicht in ihrem Heimatland aufhielten, auf 21 Millionen geschätzt. Jetzt gucken wir die Zeit in unserem Seminar nach 1945 an, diese turbulente Zeit. Es wurden Staaten gegründet. Israel 1948, die Bundesrepublik Deutschland 1949, die DDR. Indien und Pakistan wurden 1947 unabhängig. Große geopolitische Veränderungen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war ein riesiger Schritt in die Freiheit. Schrittweise wurde aber auch die Erkenntnis über das Ausmaß der Vernichtung, des Genozids an den Juden in Europa bewusst und bekannt. Die Erkenntnis, dass ein Zivilisationsbruch stattgefunden hatte.
auch erste Schritte, den Verbrechen der Nazis mit dem Recht zu begegnen. Auch diese Entwicklung fällt unmittelbar in die Nachkriegszeit. Hier möchte ich kurz an Benjamin Ferenc erinnern. Er lebt noch, er ist 104 Jahre alt, er lebt in Florida. Das war der erste Mensch, der sich ab 1944, da ging das los, in der amerikanischen Armee mit Kriegsverbrechen beschäftigt hat. Mit 27 Jahren war er Chefankläger einer der 13 Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, die die Alliierten in Deutschland abhielten. Man kann Benjamin Ferenc mit Fug und Recht als geistigen Begründer des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag bezeichnen. In den nächsten zwei Tagen geht es nun um spezifisch jüdische Erfahrungen in dieser außerordentlich bewegten Nachkriegszeit. Und diese Zeit war auch eine schwere Zeit. Was erwartet Sie? Interessante Filme, vorzügliche Referentinnen und Referenten und wie immer leckeres Essen. Tamir Nefken, ganz hinten in der letzten Reihe, wird die Veranstaltung drehen. Wir wollten, dass Sie Bescheid wissen. Er dreht von hinten, das heißt nur die Referentinnen und Referenten sind von vorne zu sehen. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich wünsche uns gute Diskussionen, interessante Erkenntnisse und hoffe, dass Sie sich wohl bei uns fühlen. Lieber Doron Kiesel, du hast das Wort. Meine Damen und Herren, es gibt im Leben immer mal wieder kongeniale Situationen, Zufälle, die etwas entscheidend verändern. Und so eine Entscheidung war vor einigen Jahren, als wir aufgrund von auch persönlich freundschaftlichen Kontakten dieses Kino für unsere Filmarbeit entdeckt haben. Und seitdem, Christiane von Wahlert hat es schon angesprochen, gibt es sozusagen eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden, deren Direktor ich bin, und in absehbarer Zeit, wir hoffen in anderthalb Jahren, wird aus dieser Bildungsabteilung eine jüdische Akademie, und der Monau-Stiftung und vor allen Dingen mit den Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hause. Zusammenarbeit heißt in dem konkreten Fall tatsächlich Arbeit. Arbeit beginnt mit einem Denken, Nachdenken, was interessiert uns, und das ist immer sehr wichtig. Uns ist in dem Fall Lea Wohl, die Sie gleich kennenlernen werden, Filmwissenschaftlerin an der Filmuniversität in Brandenburg, und dem, was im Zentralrat thematisch für sinnvoll und wichtig und wissenschaftlich relevant erachtet wird. Wir sitzen zusammen, denken nach. Und der zweite Schritt ist natürlich, wie können wir unser Interesse für Sie so aufbereiten, dass Sie sich an diesem Prozess beteiligen. Das scheint immer mal wieder zu gelingen, Lea. Das ist ja sehr erfreulich. Und wir haben uns auf diese spezifische Tagung deswegen eingelassen, weil uns natürlich etwas auffällt, dass das Thema Erinnerungskultur, das ja allenthalben sehr unterschiedlich thematisiert und problematisiert wird, aber zumindest dazu führt, dass man die Erkenntnisse vor sich hat und nachvollziehen kann, dass dieses Wissen, was nach 45 passiert wird, in der Regel sehr begrenzt ist. Die Überlebenden sind in der Regel nicht 104 Jahre alt, wie Christiane von Wahlert dies gerade erinnert hat, das ist eine Ausnahme, sondern die Überlebenden sind zumeist entweder nicht mehr für uns ansprechbar oder sie sind nicht mehr unter uns. Das heißt, wir sind angewiesen auf Bilder, auf Geschichten, auf Erinnerungen, auf Literatur und auf Filme. Und Filme sind für uns ein Zugang, um unsere eigene Erinnerung nochmal zu strukturieren. Wir leben davon und wir sind darauf angewiesen,
mit diesen Bildern angemessen umzugehen. Und es ist ein Versuch, jetzt in diesem Seminar spezifisch ein paar Jahre sich genau anzuschauen, die im Rahmen einer Veranstaltung des Jüdischen Museums Anfang des Jahres schon mal thematisiert worden sind, nämlich eine Ausstellung, die hieß Displaced in Europa. Da ging es darum, wie Juden in den ersten 3 Jahren nach 1945 sich in Europa organisiert haben, welche Form, welche Lebensführungskonzepte sie für sich beansprucht haben, was sie wollten, was sie nicht mehr konnten, wohin sie fliehen wollten oder wie sie ihr Leben organisiert haben. Diese Fragen, mit diesen Fragen bin ich erstmalig, ich selbst als Student konfrontiert worden, als unsere heutige Referentin Zilli Kugelmann einen Film zeigte, der für uns damals tatsächlich völlig neu war, ein Film Lang ist der Weg. Zilli wird diesen Film nach 20, 30 Jahren heute wieder kommentieren und uns vorstellen. Ein Film, der eben nochmal uns die Möglichkeit gibt, als diejenigen, die diese Zeit nicht erlebt haben, die Möglichkeit eröffnet, einen Blick zu werfen auf eine Zeit, die wir, wie gesagt, bestenfalls intergenerativ nochmal nachvollziehen können, aber selber gar nicht erfahren haben. Es ist also der Versuch, auf eine Spurensuche zu gehen, die sehr viel auch mit unserer Gegenwart zu tun hat. Und diese Zeit wirkt weiter. Sie wirkt weiter, wird immer wieder aufgerufen. Und unsere Aufgabe ist es heute, anhand dieser Filme und der Filme, die eine spezifische Sichtweise haben, weil sie eben kurz nach dem Film, nach dem Krieg gedreht worden sind, uns etwas sagen wollen, was wir heute vielleicht in einer ganz anderen Sichtweise, Perspektive oder Semantik auch artikulieren können. Ich versichere Ihnen, dass wir uns bemüht haben, einen möglichst, teilweise in 3 Tagen kann man nicht so viel zeigen, aber einen umfassenden Blick zu werfen. Wir haben Filme aus Deutschland, Filme aus England, aus Amerika, Filme, die relativ mühevoll hier nur durch das Orga-Team besorgt worden sind. Die Filme lagern in Israel oder in Frankreich oder in Archiven. Wir haben sie bekommen. Alle Filme sind da. Da bin ich euch sehr dankbar für diese Kooperation. Das ist eine lebendige Kooperation mit einer Murnau-Stiftung, die viele von Ihnen vielleicht gar nicht kannten, aber jetzt kennenlernen werden, unter anderem auch deswegen, weil in diesem Gebäude lagern sehr viele Nazi-Filme, weil die Alliierten hatten nach dem Krieg die Aufgabe, wie auch formuliert, dass diese sogenannten Vorbehaltsfilme einen Ort haben sollen und müssen, der dann auch unter Kontrolle die Filme herausgeben kann, die dann möglicherweise unter Begleitung, pädagogischer Begleitung, dann gesichtet werden. Aber es sollte in jedem Fall ein Giftschrank sein, der nicht ohne weiteres von jedem und jeder zugänglich sein könnte. Kurzum, es ist ein historisch relevantes Gebäude, es ist eine aktuell spannende Kooperation und ich denke, auf diesem Weg, Christiane, du hast es schon vorgezeichnet, werden wir weitergehen und sicherlich diese Zeit, diese Erfahrungen, die hier angedeutet werden, die wir auch in den letzten Jahren schon immer wieder filmisch verarbeitet haben, vertiefen. Und ich hoffe sehr, dass viele von uns hier diesen Prozess begleiten. Ich möchte dir, Lea, ganz herzlich danken und dir, Tirza. Das sind die Repräsentanten der Filmuniversität in Brandenburg. Und diese Kooperation ist sozusagen schon ein Teil der Filmarbeit der Jüdischen Akademie, die hier gewissermaßen auch geprägt wird. Und insofern ist diese Zusammenarbeit für unser Anliegen, einen Blick aus jüdischer Perspektive auf eine filmische Welt zu werfen, wobei ich dazu sicherlich sagen kann, es gibt nicht den jüdischen Film, aber es gibt Perspektiven aus einer jüdischen Welt auf bestimmte filmische Projekte und Produkte. Vielen Dank und Ihnen interessante, aufregende und neugierig machende Tage. Ja, es bleibt mir gar nicht viel hinzuzufügen. Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an Sebastian, mit dem ich viel gesprochen habe in den letzten 2 Wochen, um diese Filme tatsächlich alle zu bekommen, die wir in den nächsten 3 Tagen zeigen wollen.
Wenn wir Film hören, denken wir ja oft an Spielfilm und diese, wie Christiane sagte, sehr bewegte und sehr dichte Nachkriegszeit zeigt uns aber, was Film alles sein kann und vor allem in welchen Funktionen und Kommunikationsmodi Film eigentlich funktionieren kann. Wir haben natürlich Spielfilme, erste Versuche zu überlegen, wie man eigentlich die Shoah filmisch erinnern kann. Wir haben aber auch Dokumentarfilme, die in ganz unterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Die Idee, dass man Re-Education, Demokratisierung mit Filmen machen kann, entsteht in dieser Zeit. Es entstehen Dokumente, Filme, bei denen schon im Moment des Drehens eigentlich klar ist, hier kann man irgendwie historisch bedeutsame Momente in der Geschichte festhalten. Es entstehen Filme, die das zionistische Projekt unterstützen sollen vor der Staatsgründung Israels, also Filme, die einen ganz klaren, eigentlich propagandistischen Wert haben, ja, mit der man eine Idee verbreiten will und zu einem Zeitpunkt, als eben noch nicht ausgemacht ist, dass das klappen wird, dass der Staat Israel gegründet wird. Wir haben Filme, die entstehen, weil sie vor Gericht gezeigt werden sollen gegen Nazitäterinnen. Also ganz unterschiedliche Filme, wo eben nicht nur die Bilder, sondern auch die Stoßrichtungen und Hintergründe ganz interessant sind. Wir haben Filme, die entstehen auf dem Papier als Drehbücher und erzählen zum Beispiel von Remigration und werden dann umgeschrieben, nachdem die Remigration tatsächlich passiert ist und die Realität ein bisschen bitterer war, als man sich das aus dem fernen Exil vorgestellt hat, was es heißen würde, nach Deutschland zurückzukommen. Das ist, glaube ich, was wir in den nächsten 3 Tagen auch versuchen wollen, diese Filme nicht nur gemeinsam zu sehen und zu diskutieren, sondern sie auch zu kontextualisieren und zu überlegen, in welchen Zusammenhängen sind sie entstanden, wie haben sie sich verändert. Viele dieser Filme, das ist etwas, da können wir nicht in der Tiefe einsteigen, liegen auch in verschiedenen Fassungen vor, die wurden bearbeitet und umgeschnitten. Teilweise wurden sie von der Geschichte wieder überholt und haben sozusagen im Produktionsprozess nochmal ihre Richtung geändert, weil einfach Dinge passiert sind, die vorher nicht absehbar waren. Diesen informierten, kontextualisierten Blick zu werfen, das ist, glaube ich, das, was wir in den nächsten 3 Tagen unternehmen können und was hier hoffentlich die Filmseminare auch auszeichnet. Und für die sich, glaube ich, diese direkte Nachkriegszeit eigentlich paradigmatisch anbietet. Und tatsächlich ist es eben auch eine Zeit der Widersprüche, denn die Flüchtlingssituation in Europa, das hat Christiane auch schon gesagt, ist natürlich immens. Viele jüdische DPs leben vor allem Süddeutschland und warten darauf, Visa zu bekommen. Und gleichzeitig kommen aber auch, wenn das zahlenmäßig natürlich auch im Kernverhältnis stehen mag, Jüdinnen und Juden zurück nach Deutschland, in den Osten und in den Westen, mit Hoffnungen, die sich erfüllt haben oder nicht erfüllt haben. Also das heißt, es gibt viel Bewegung in unterschiedliche Richtungen und viele, viele drängende Fragen, die sich stellen, die mit Aufbrüchen zu tun haben, mit Transit und aber auch mit der Rückschau und dem, was verloren und zerstört ist. In diesem Sinne sind es, glaube ich, auch nicht ganz einfache Tage, aber ich glaube, wir können die gemeinsam auch intensiv gestalten und die Pausen werden irgendwie auch die Möglichkeit geben, das nachklingen zu lassen, was wir sehen. Und jetzt will ich gar nicht viel mehr reden, sondern an Zilli Kugelmann übergeben, die dankenswerterweise den ersten Film ausführlich einführen wird. Ja, also zuerst mal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich, als ich eingeladen wurde, sofort zugesagt habe und eigentlich gar keine Zeit gehabt hätte zu kommen, weil ich morgen ganz wichtig um 9 Uhr in Berlin auf der Matte stehen muss. Das heißt, wir werden kein Filmgespräch haben, sondern ich möchte so ein bisschen einen Kontext geben zu dem Film, den Sie gleich sehen werden. Der Kontext ist bei diesem Film ganz wichtig, weil der Film selbst, es ist der erste Spielfilm, der eine Überlebendengeschichte erzählt
Und das Narrativ dieses Spielfilms ist sozusagen zum Muster der späteren Filme geworden. Nicht die Filmbilder selbst und die cinematografische Perspektive, sondern die Erzählperspektive. Dieser Film, und jetzt mal zu den Motiven von Künstlern, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind und in diesem Fall jüdische Künstler, die interniert waren in Konzentrationslagern und die diese Geschichte überlebt haben. Für viele dieser Künstler, seien es Autoren, Filmemacher, Theaterleute oder bildende Künstler, sie hatten ein großes Bedürfnis, das, was sie erlebt haben, in ihrer künstlerischen Form, die sie vor dem Krieg auch schon ausgeübt haben, aufzugreifen. Und das ganz große Problem war, dass diese künstlerischen Formen keinen neuen künstlerischen Ausdruck finden konnten. Das hat eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht und diese Künstler, besonders die Schriftsteller, haben sehr intensiv darüber nachgedacht, wie man eine Erfahrung, für die es kein Vorbild gab, die es vorher noch nie gegeben hat, nämlich die Absicht, eine Bevölkerungsgruppe in ihrer Totalität zu ermorden und die Erfahrungen, die im Einzelnen in dieser Geschichte gemacht wurden, wie man die ausdrücken kann. Und Imre Kertész zum Beispiel, das letzte Buch, was aus dem Nachlass erschienen ist, ist ein Tagebuch, das dokumentiert die Suche nach einer Sprache, die keine konventionelle Sprache ist, diese Erfahrung festzuhalten. Im Film gibt es ähnliche Wege. Die ersten Filme, die gemacht wurden, und es war wie gesagt ein Bedürfnis dieser Leute, das im Film festzuhalten, waren eigentlich konventionelle filmische Erzählungen. Und Israel Becker war einer, ein polnischer Jude, der die Idee zu diesem Film hatte, der vorher im jiddischen Theater in Polen aktiv war, mit dem Film als solchen so viel noch nicht zu tun hatte. Der ist mit Freunden nach München gekommen und wollte das, was er erlebt hat, im Film festhalten. Und dazu ist es ganz, ganz wichtig zu realisieren, dass diese Leute, es gab den Begriff Holocaust noch nicht, den Begriff Shoah gab es noch nicht, sondern im innerjüdischen Bereich hat man das, was dort geschehen ist, als Churban, als Katastrophe bezeichnet. Also die Begriffe wechseln dann. Und das ganze Ausmaß des Vernichtungsprozesses war niemandem bekannt, weder den Protagonisten selbst noch der deutschen Gesellschaft, also weder den Filmemachern noch den Filmzuschauern. Also dieses ganze Ausmaß war gar nicht bekannt. Und die Filme, die gedreht wurden, zeigen einen sehr subjektiven Ausschnitt dessen, was diejenigen, die die Filme gemacht haben, selbst erlebt haben. Und das heißt, es gab überhaupt keine tiefere Einsicht in dieses Problem. Raoul Hilbergs Bücher sind noch nicht erschienen, der SS-Staat ist noch nicht erschienen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Das konnte man noch gar nicht einordnen. Man wusste es nicht im Ausmaß und man konnte es nicht einordnen. Und diese Filme sind eben subjektive Geschichten, die einen individuellen, partikularen Ausschnitt zeigen. Und Israel Becker gehörte zu denen, die so ein Filmprojekt sich vorgenommen haben. Und sie werden dann in dem Film sehen, dass man so das Gefühl hat, da stimmt vieles nicht. Weil wir schauen jetzt mit 75 Jahren, mit 75 bis 80 Jahren Wissen und Kenntnissen und Filmen, Spielfilmen, fiktionalen Filmen, Dokumentarfilmen auf eine Zeit zurück. Wir sind sozusagen als Zuschauer, wissen wir viel mehr als die Leute, die diese Filme damals gemacht haben. Ich finde das ganz wichtig, dass man das sozusagen im Bewusstsein behält. Die Filmproduktion in der unmittelbaren Nachkriegszeit war auch sehr schwierig. Man musste Geld haben, um das zu finanzieren. Und Filme mussten lizenziert werden. Das konnte nicht einfach in Deutschland jemand sagen, ich will einen Film machen und dann loslegen, sondern die vier Besatzungsmächte mussten das lizenzieren. Das war zum Teil sehr schwer, eine Filmlizenz zu bekommen. Das ging durch Zensurbehörden und so weiter und so fort. Aber Israel Becker ist es gelungen, eine
über die Amerikaner eine Filmlizenz zu bekommen. Und das war ihm ganz wichtig, das kann man den Quellen entnehmen. Es ist ja sozusagen eine jüdisch-deutsche Koproduktion zu einer Zeit, als sowas eigentlich undenkbar war. Und ihm war es immer sehr wichtig zu betonen, dass das Personal, mit dem er gearbeitet hat, das heißt die Techniker des Films, die Kameraleute, der Tonschnitt, die Regisseure und die Filmschauspieler, dass die nichts mit der Nazi-Ufer zu tun hatten. Wenn man sich die Sache näher anguckt, geht diese Rechnung nicht auf. Natürlich waren alle, die in Deutschland gearbeitet haben, im Film, in der Filmindustrie, haben natürlich für die Nazi-Ufer gearbeitet. Und diese frühen Filme dokumentieren das indirekt auch. Also wer sich ein bisschen auskennt mit den Filmen, die in den 30er Jahren gedreht wurden, der sieht, dass es eigentlich so in dieser Stimmung die Geschichten auch gefilmt werden. Und ich will Ihnen mal ein paar Beispiele geben. Der Regisseur und Co-Drehbuchautor, also das Drehbuch stammt von Israel Beker. Er hat diese Geschichte erfunden. Sie ist autobiografisch motiviert. Der Co-Autor Herbert Fredersdorf hat natürlich in der Nazi-Ufer gearbeitet und er hat solche Filme wie Spähtrupp Hallgarten gemacht und andere auch sozusagen Durchhaltefilme. Dann später in der Nachkriegszeit hat er Märchen- und Heimatfilme gemacht. Das war so das Typische, was in den 50er Jahren in Deutschland entstanden ist. Dann Karl-Georg Külp war auch Co-Regisseur und Drehbuchautor. Der hat dann in der Nachkriegszeit, nachdem er auch für die Ufer gearbeitet hat, solche Filme gemacht, also mit Zara Leander in der Nazizeit und dann mit Marika Röcker oder so Unterhaltungsfilme mit dem Titel Die Tante Jutta aus Kalkutta. Also Sie sehen jetzt auch sozusagen die Filmperspektive, die in diesen Filmen sozusagen implizit zu sehen sind. Der Kameramann Franz Koch drehte unter anderem S.A. Mann Brandt und war an Leni Riefenstahls Triumph des Willens beteiligt. Und interessanterweise, und darauf komme ich dann auch noch zu sprechen, war der Co-Kameramann, das waren auch Altersunterschiede, die deutschen Kameraleute waren viel älter, der jüdische Kameramann war sehr jung, hat zufällig den Krieg überlebt, ein Jakob Janilowitz aus Wilna, der dann auch nach Israel ausgewandert ist und später dann im Eichmann-Prozess gefilmt hat. Der hat 1936 als Kameramann den Film gedreht Jiddel mit dem Fiddel mit Molly Picon in der Hauptrolle. Und der kommt eben aus einer ganz anderen Tradition. Und zu den Schauspielern wäre Ähnliches zu sagen, aber da möchte ich nicht unbedingt drauf eingehen. Was jedenfalls interessant ist bei der Anmutung des Filmes, dass es eine Mischung ist aus Nazi-Ufer und Jiddel mit dem Fiddel. Das ist sozusagen, da schmilzt zusammen eine Filmtradition, die aus der deutschen Seite kommt und eine Filmtradition, die aus der jüdischen Seite kommt. Und der jiddische Film, der in den 20er und 30er Jahren in Polen und in Russland gedreht wurde, hatte so, der Fokus waren immer zwei, das Verhältnis zur Mutter und eine Hochzeit musste in jedem Film drankommen. Und hier haben wir auch eben diese beiden Komponenten. Und wenn Sie jetzt ein bisschen sich, vielleicht hat der eine oder andere schon mal diese alten jiddischen Filme gesehen. Es gibt eine Szene, wo die Mutter wird gesucht und am Ende mit der neuen Geliebten findet der Protagonist die Mutter. Das ist ein typisches Sujet des jiddischen Kinos. Und diese Figur der Freundin in dem Film ist auch sehr, sehr merkwürdig. Erstmal die Mutter, jetzt zu der Realität. Es gibt eine Statistik, dass die meisten jüdischen Überlebenden zwischen 17 und 45 waren. Also keiner, der jünger war oder fast niemand, der jünger war, hat diese Zeit überlebt und auch fast niemand, der älter war, hat diese Zeit überlebt. Also die Aussicht, dass eine alte Mutter die Verfolgungsgeschichte durch die Konzentrations- und Vernichtungslager überlebt hat, ist sehr, sehr gering. Aber in diesem Film eben wird doch
ein Wiedersehen zwischen Sohn und Mutter gezeigt. Das ist ein eindeutiger Hinweis meiner Meinung nach auf die jiddische Filmtradition. Und die weibliche Hauptfigur ist auch interessant. Also Israel Becker als polnisch-jüdischer Überlebender trifft eine deutsche Jüdin, die sich zusammentun, was auch in der Realgeschichte dieser Zeit sehr, sehr unwahrscheinlich war. Das waren zwei jüdische Bevölkerungsgruppen, die sich eigentlich nur mit spitzen Fingern angefasst haben. Es war sozusagen eine Mischehe, wenn man so will. Und diese deutsche Jüdin, die er dann als Freundin findet, mit der zusammen er die Mutter dann wiederentdeckt, ist eine sehr interessante, war für mich die interessanteste Figur, die ich recherchiert habe, Bettina Moissi. Bettina Moissi war die illegitime Tochter eines sehr, sehr berühmten Bühnendarstellers in der Weimarer Republik, Alexander Moissi, von der auch gesagt wurde, sie hat den Krieg in der Schweiz überlebt. Jetzt habe ich mal nachgeguckt und habe gesehen, sie hat in den 40er Jahren in Deutschland gefilmt. Also das kann ich gar nicht aufklären, aber dem werde ich noch mal nachgehen. Und Bettina Moissi ist eine Figur, die fällt völlig aus dem Rahmen. Auch das, was sie anhat, worin sie gekleidet ist, was sie mit sich führt, ist also eindeutig keine Überlebende. Das werden Sie dann sehen. Und leider kann ich nicht mehr hören, was Sie dazu sagen, weil dann sitze ich schon im Zug zurück nach Berlin. Aber um Ihnen noch mal so ein bisschen ein Gefühl für die Zeit zu geben, in der dieser Film gedreht wurde, möchte ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, was 1945 in Deutschland sehr populär war. Jetzt stehst du auf der Straße mit deinem Besen. Es wäre besser gewesen, ein echter Nazi zu sein. Der Jude ist ein Schwarzhändler. Der Pole sticht dich ab. Doch der Ami sieht es nicht. Egal, ob du ein Nazi warst oder nicht, der Ami raubt dich aus und schont dich nicht. Der Ami lässt die Juden rein, er ist selbst ein Judenschwein. Also das war sozusagen die Atmosphäre eines deutschen Publikums, für das diese Filme gedreht wurden. Das muss man sich einfach nur mal klar machen. Und jetzt lese ich noch zwei Zitate vor aus einer Filmbesprechung, nachdem dieser Film in den Kinos angelaufen ist. Das ist eine sehr lange Filmbesprechung, ich habe nur zwei Zitate rausgesucht. Dazu muss man sagen, der Film ist 1947 gedreht, das heißt, den Staat Israel gibt es noch nicht. Aber für die meisten Überlebenden war die emotionale Richtung, geht in Richtung der Gründung eines Staates in Palästina. Also alle wollen raus aus Europa, niemand will in Deutschland bleiben, niemand will in Europa bleiben. Die Hoffnung ist, dass es einen Staat geben wird, der sie alle aufnimmt und der ihnen eine neue Heimat präsentiert. Für die meisten Überlebenden war Europa ein riesiger Friedhof ihrer eigenen Familien und Gemeinden. Und in diesem Film wird eben die Hoffnung ausgesprochen, dass sie bald Deutschland verlassen können und in ihren eigenen Staat in das jüdische Siedlungsgebiet nach Palästina auswandern können. Und in dieser Rezension heißt es, trotz des optimistischen Schlusses, nämlich die Hoffnung, nach Palästina zu gehen, täuscht der Film nicht darüber hinweg, dass das Problem des jüdischen Volkes noch keineswegs gelöst ist. Ja, dass es noch einen langen Weg machen muss, bis es aus dem Lager- und Kollektivdasein wieder zu einer menschenwürdigen Heimat finden kann. Dies ist auch das eigentliche Anliegen des Films. Keineswegs die Anklage oder der Ruf nach Vergeltung, wie vielleicht zu fürchten oder zu erwarten gewesen wäre. Das war nämlich die Erwartung des Publikums. Die Grundhaltung des Films ist in jeder Beziehung edel zu nennen. Selbst erschütternde menschliche und künstlerische Höhepunkte werden niemals von einer Tendenz getrübt. Nichts wird verzerrt oder ins Unerträgliche gesteigert. Alles atmet die gnadenlose Wahrheit der Tatsachen, zugleich aber eine bewunderungswürdige Bereitschaft zur Versöhnung.
Besonders hingewiesen sei auf eine Szene nach Kriegsende im Zugabteil, als das Schicksal der aus Polen ausgewiesenen Deutschen, dem der Jude gegenübergestellt wird und der Hauptdarsteller die bedeutenden Worte spricht: Wie soll es denn Frieden geben, wenn niemand aufhören will zu hassen? Besonders erfreut auch die Darstellung der folgenden Begebenheit: Ein Bauer, der dem jüdischen Flüchtling unter eigener Lebensgefahr geholfen hat, kniet vor dem Feldkreuz nieder und ruft die Hilfe Christi für seinen Schützling an. Der Gekreuzigte erscheint in Großaufnahme, die Dornenkrone wird in der Überblendung zum Geflecht des Stacheldrahts, das Golgatha-KZ umschließt. Eine zarte und unendlich sinnvolle Andeutung der Gemeinsamkeit. Also die Rezeption dieses Filmes, und das Interessante ist auch, das werden Sie dann hören bei dem Film Morituri, dass diese jüdischen Produktionen sehr versöhnliche Töne anschlagen und keineswegs Racheperspektiven aufzeigen, sondern ganz im Gegenteil. Und jetzt kann man sich fragen, ist das dem potenziellen Publikum geschuldet? Übrigens, diese Filme waren alle keine kommerziellen Erfolge. Also wollte der Regisseur sozusagen sein Publikum gnädig stimmen, oder ist das ein Gefühl, was diese Leute tatsächlich umgetrieben hat? Also ein Gefühl, dass Rache und Widerstand gegen die Verhältnisse eigentlich kein Gewinn bringt. Und also das ist eine Frage, die offen bleibt, die könnte man zum Beispiel diskutieren, aber auffallend ist, dass es in vielen dieser Filme gibt es diese Perspektive, und die, also das, was man als Rache bezeichnen könnte oder als Rachegefühl, das setzt erst sehr, sehr viel später ein, 20, 30, 40 Jahre später kommen diese Aspekte zutage, aber nicht in dieser Zeit selbst. Und wenn man diesen Titel ernst nimmt, Transit und Trauma, dann weiß man, dass das Trauma erst sehr viele Jahrzehnte später überhaupt festgestellt wird. Und die Überlebenszeit selbst war noch keine traumatische Zeit. Zum Trauma kommt ein Erlebnis, das man eigentlich emotional und psychisch nicht verarbeiten kann. Und bei dem Versuch, genau das zu deuten, tritt eben die traumatische Qualität zutage und hat eben in der Zeit, die jetzt hier verhandelt wird, taucht es noch nicht auf. Das war eine aktive Zeit, die viele der Protagonisten sind ausgewandert, haben neue Familien gegründet, haben sehr viele Kinder geboren und haben ein neues Leben angefangen. Und wie gesagt, das Trauma tritt erst, ich würde sagen, so mindestens 20 Jahre später stellt sich die traumatische Perspektive ein. In diesem Film ist davon noch nichts zu sehen. Und also meine Lesart dieses Filmes wäre Nazi-Ufer und jiddischer Mamme-Film. Und die sozusagen verbinden sich in diesem Film Langes der Weg zu einem sehr merkwürdigen und sehr besonderen Film. Und leider kann ich dann bei der Diskussion hinterher nicht mehr dabei sein. Das hätte mich sehr interessiert, wie Sie das finden, weil dann sitze ich schon wieder im Zug nach Berlin. Danke. Sind Sie schon am Diskutieren über den Film? Mein Eindruck ist, dass die Einführung von Tilly Kugelmann, die ja ein bisschen distanziert, kritisch, analytisch war, und der emotionale Eindruck des Films jetzt möglicherweise ein bisschen auseinanderfallen. Vielleicht nutzen wir das mal als Einstieg ins Gespräch. Uns würde interessieren, wie Sie den Film gesehen haben und was Sie gesehen haben. Vielleicht habe ich mich doch etwas zu verfrüht gemeldet. ja, also ich fand die Einführung wirklich sehr, sehr hilfreich, jetzt nochmal rückblickend betrachtet. Sonst hätte ich den Film, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, sehr krass, dass, also ich hätte es mir nie vorstellen können, dass 1947 so ein Film in Deutschland gedreht wurde, der
Naja, der lässt schon so einen rosa Elefanten, sage ich mal, im Raum entstehen, und zwar die Shoah selbst irgendwo. Aber dieser Film ist trotzdem irgendwo ehrlich. Und ich fand diesen Film beispielsweise beeindruckender als viele so neuere Filme aus Hollywood beispielsweise über die Shoah, weil man das Gefühl hat, dass es sogar noch ein Ticken irgendwo authentischer, dass es nicht so überschmückt. Und natürlich, dass da auch sehr, sehr viel in Jiddisch gesprochen wurde, in verschiedenen jiddischen Akzenten, macht das alles noch viel beeindruckender. Aber dieser rosa Elefant ist natürlich irgendwo trotzdem dort geblieben. Ich hatte das Gefühl, also ich habe diesen Film jetzt wahrgenommen als eine Art Anfang, als eine Art Anfang im Sinne von kinotechnisch der erste Stein, um sich mit der Shoah auch auseinanderzusetzen. Eine Gegenfrage oder eine Frage an Sie, nicht schlimm. Sie sagen, die Einführung war hilfreich, sonst hätten Sie den Film nicht verstanden. Diese Bemerkung verstehe ich nicht. Aber Sie verstehen mich, oder? Nein, ich habe das Gefühl, dass, ich habe es ja ein bisschen so angesprochen mit diesem rosa Elefanten, die Shoah selbst. Ich hätte ohne diese Einführung nicht verstanden, worum es in dem Film genau geht. Geht es um diese, also ich, auch wenn ich die jiddische Sprache sehr bewundere und sehr mag, war ich nicht so vertraut mit dem jiddischen Kino, größtenteils Polen, ne, in den 30er Jahren. Aber dass es da wirklich auch um diese Geschichte geht, der Sohn, der findet seine Mutter wieder am Ende des Filmes. Wenn man sich den Titel anschaut, grundsätzlich das Videomaterial, auch die Einleitung, also es geht ja schon um die Shoah, ohne die Shoah so zu nennen, wie sie ist. Aber es läuft darauf hinaus, dass der Sohn seine Mutter findet. Und da ist natürlich die Frage, okay, was möchte der Film eigentlich letztlich zeigen? Also was ist der Hauptfokus dieses Filmes? Und hätte man am Anfang nicht diese Einführung gemacht, von wegen so wirklich sich nochmal vor Augen zu führen, es geht um 1947, der Film ist nicht da, um den Deutschen ja, so mit der Tür ins Haus zu fallen und ins Gewissen zu reden, sondern er ist da, um diese Geschichte zu zeigen. Und dabei soll natürlich auch aufmerksam gemacht werden, was ist passiert, aber ohne so, dass die Leute aus den Kinos wieder herausstürmen. Und hätte ich jetzt dieses Hintergrundwissen nicht gehabt, dann hätte ich diesen Film wahrscheinlich nicht verstanden. Jetzt habe ich Sie verstanden. Ja, weitere Eindrücke. Da und da haben sich Leute gemeldet. Ja, ich wollte nur ergänzen, was Bitte sagen. ins Mikro. Ach so. Haben wir nur ein Mikro oder? Können Sie mich hören? Ja. Also ich wollte es nur ergänzend auch, also ich fand auch die Erklärung von Frau Kugelmann auch sehr, sehr hilfreich für mich vor allem, weil ich dann, sagen wir mal, mit dem Bewusstsein an den Film rangegangen bin, dass man eben vieles noch nicht wusste 1947, dass eben auch das Wort Shoah, Holocaust, gar nicht existierte, so wie ich es verstanden habe. Und eben auch, also mit diesem Bewusstsein eben, es gab, Israel war noch nicht Israel, sondern Mandatsgebiet Palästina. Und das also auch so die Hoffnung. Und was mir auch sehr, also die Hoffnung auf ein eigenes Land, und was ich halt auch sehr, ja, dass ich unterschreiben kann, aber mir so bewusst gar nicht war, ist aber auch, hat jetzt mit ihrem Titel zu tun, dass das Trauma erst viel später kommt. Und das wurde mir auch viel, also ne, auch aufgrund des Filmes, da geht es ums Überleben, um Leben. Und Trauma ist da einfach ja, noch nicht spürbar. Das wollte ich dann sagen. Dazu würde ich aber mal rückfragen, weil ich habe mich gewundert, als Celie das gesagt hat. Also natürlich sozusagen, also als ein Krankheitsbild verstehe ich das natürlich, dass man sagt, das Trauma kommt später, wenn sozusagen
also das, was man als ein traumatisches Ereignis, das bricht dann ein, dieses die kontinuierliche Zeitwahrnehmung unterbrochen, das kenne ich ja, aber eigentlich hat uns der Film doch sehr klare Bilder gezeigt vom Trauma und von den Albträumen und dem nicht schlafen können und dem dissoziiert sein. Also ich habe mich darüber eigentlich eher ein bisschen gewundert und würde das vielleicht nochmal als Frage in den Raum stellen, weil eigentlich sehen wir das ja sehr stark, was passiert mit den Überlebenden. So, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich bin sehr emotional. Meine Mutter war in Plaschau, in Bergen-Belsen und in Auschwitz. Sie war nachher 3 Jahre in einer DP-Lager in Hannover. Ich kenne all diese Geschichten von meiner Mutter und anderen Überlebenden. Und ich finde, dass es eine persönliche Erzählung war von vielen Sachen, die passiert sind, die alle wahr sind. Die haben diese Bilder von der Mutter gezeigt, wie sie gelitten hat, dann ihre Albträume, auch die Suche danach, Familie zu finden. Da sind Tatsachen, da ist nicht diese Dimension von wie schlimm es war, aber die einzelnen Dinge, die beschrieben wurden, waren so. Also mir hat die Einführung von Silly Kugelmann auch sehr geholfen, den nachzuvollziehen, was sie in dem Film erkennen konnte. Also für mich ganz wichtig ist, dass sie gesagt hat, es geht um verschiedene Perspektiven. Und das war für mich eigentlich auch der Kern dieses Films zu sehen, aus der Perspektive von Israel Becker, die auch dieses Einzelschicksal durch die Geschichte, die als roter Faden dann durch diesen Film läuft, ist zunächst mal als Einzelschicksal zu sehen vor diesem historischen Hintergrund, aber letztendlich für ihn wahrscheinlich oder für viele auch die Möglichkeit, ihr Einzelschicksal zu verarbeiten. Ich habe viel erkannt von dem, was Frau Kugelmann am Anfang dargestellt hat, gerade auch so diese verschiedenen Stimmungen. Also ich habe einiges so aus Riefenstahl, aus dieser Stimmung, gerade als David da in dem Wald ist, gerade diese Lichteinwirkungen und so, hat mich dann viel auch wieder an Riefenstahl-Filme auch erinnert. Ich bin auch darüber gestolpert, dass Silly Kugelmann gesagt hat, Trauma wird in dem Film nicht verarbeitet, aber ich glaube, es ging eher darum, dass dieses kollektive Trauma, dieses Thema eines kollektiven Traumas nicht im Mittelpunkt dieses Filmes steht, sondern wirklich diese Perspektive eines Einzelschicksals. Ich habe natürlich klar, gerade in dem Verhalten der Mutter natürlich gesehen, dass sie das traumatisch verarbeitet hat, also ja eigentlich auch so dieses typisch in dem Moment, wo man nicht mehr aktiv sein kann, wie jetzt der Sohn oder die anderen, die gearbeitet haben, die aktiv waren, sondern erst als sie zur Ruhe gekommen ist, als sie ihren Sohn nicht gefunden hat, dass es plötzlich dann auch als Krankheit ausgebrochen ist bei ihr, also als individuelles Traumaübergang in eine Krankheit. Das war schon zu sehen, aber ich glaube, Frau Kugelmann meinte, dass die Verarbeitung, als dass eine ganze Generation traumatisiert war, dieses Thema überhaupt nicht im Mittelpunkt dieses Films stand, sondern diese Einzelschicksale. Nehmt ihr zur Kenntnis, dass es hier auch noch Wortmeldungen gibt? Darf ich ganz kurz, bevor ich will, nur eine kurze Information, das scheint mir wichtig, auch gerade nach dem, was du gesagt hast. Diese Suchbewegung, das ist ja häufig im Film, dass die Mutter und der Sohn alle suchen. Sie suchen eben ihre Verwandten. Und das ist etwas, was sehr stark, jetzt unabhängig von der Traumatisierungssequenz, da können wir, denke ich, nochmal sicherlich noch mehr darüber erfahren, aber das Suchen und das Vermissen von Verwandten war ein zentraler Punkt in einer Zeit, in der es kein Internet gab, so gut wie keine Telefone. Wenn Sie sich frühe israelische Filme, also nach der Staatsgründung, anschauen, kommt fast in jedem Film, der in irgendeiner Form die Einwanderung
aus Europa zum Thema hat, immer wieder auch über das Radio, über unterschiedliche Medien, werden Verwandte aufgerufen, die gesucht werden. Das ist ein Moment, ein durchlaufendes Moment, weil dies heißt in anderen Worten, eine Gesellschaft sucht ihre Wurzeln, sucht ihre Verwandten. Und erst Jahre später, nachdem deutlich wurde, nachdem die Akten auch in Auschwitz gelüftet worden sind, die Polen den Zugang ermöglicht haben, ist erkennbar geworden, dass diese Menschen umgebracht worden sind. Aber die Hoffnung hing immer damit oder ging immer einher mit dem Suchen nach möglichen Verwandten oder nach Menschen, die diese Verwandten möglicherweise noch am Ende gesehen haben. Also das scheint mir wichtig zu sein, weil das ist sozusagen auch ein durchgängiges Motiv in diesem Film, schon relativ früh. Bitte, hier sind, halten wir uns bitte an die Reihenfolge, weil es sind ganz viele Wortmeldungen und wir wollten irgendwie das einigermaßen hinkriegen. Also ich kann mich an den Vorredner zustimmen. Ich finde, es war ganz klar, was da sich in einzelnen Szenen sich abspielt. Also den Film konnte man schon verstehen. Es waren so subtile Episoden, die man also von Anfang bis zum Ende miterleben konnte. Auch die Shoah hat man schon etwas in einer Szene gesehen, als dieser Kamin mit dem Rauch da war. Also es wurde schon angedeutet. Was ich mich nur frage, ist, welches Publikum, deutsches Publikum, seinerzeit sich das angeschaut hat und nachgedacht hat. Für wen war das eigentlich vorgesehen? Heutzutage hätte man vielleicht, wenn das Fernsehen schon damals gegeben wäre, hätte man diesen Film vielleicht im Fernsehen gebracht und dann hätte sich das Publikum gezwungenermaßen das anschauen können und auseinandersetzen können. Aber so von dem Film, bis man da erstmal reinkommt, das ist meine Frage. Danke. Ja, ich schließe auch daran an. Ich frage mich, man wollte doch, die Alliierten wollten doch die deutsche Bevölkerung informieren über das, was geschehen ist. Und die Frage ist, warum hat man den Film auf Jiddisch, also durch jiddische Schauspieler und durch polnische Schauspieler gezeigt? Der Film wäre eigentlich, also für uns ist es genau der richtige Film und für Polen auch. Aber warum hat man das nicht auf Deutsch gemacht? Die Deutschen haben doch eine Aversion gegen jiddisch sprechende Menschen gehabt, denn sie wussten ja, was sie gemacht haben. Also das war absolut kontraproduktiv, meiner Ansicht nach. Wenn ich daran anknüpfen darf, vielleicht beantwortet das auch so ein bisschen die Frage. Am Anfang fiel ja der Satz, der Film, der thematisiert ja gar nicht so richtig den Holocaust, also er tastet sich da nur so oberflächlich ran. Und ich glaube, also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich den Film geschaut habe, ist, dass ich als jüdische überlebende Person zu dieser Zeit, 47, eigentlich gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, diesen Film zu schauen, weil ich mir hätte nicht vorstellen wollen, was mit meinen Eltern im KZ passiert ist. Also wenn wir jetzt wirklich noch intensivere Szenen gesehen hätten in den Konzentrationslagern und das alles, ich hätte das gar nicht ertragen. Und ich glaube, der Film, den geht es weniger um Aufklärung, wie mein Vorredner gerade gefragt hat. Dem Film geht es darum, ein sehr dringendes Bedürfnis, wie Sie schon gesagt haben, zu der Zeit einfach zu decken. Man merkt ja, der Film ist schon sehr romantisiert auch am Ende und ich glaube, es geht eher so darum, dieses Bedürfnis nach Hoffnung, dass man die Verwandten vielleicht auch irgendwann mal wiederfindet, einfach zu erfüllen und den Menschen ein Stückchen Hoffnung zurückzugeben, viel mehr als aufzuklären zum Beispiel, ja. Ich würde gerne einen weiteren Aspekt ansprechen, und zwar die Zeit, in der der Film gedreht wurde, war Übergangszeit. Das heißt, es waren sehr viele DPs in Deutschland, sehr viele jiddischsprachige Menschen lebten in Deutschland, vielleicht so viele wie nie nach 1945 wieder. Also die jüdische Gemeinschaft war damals wahrscheinlich größer als heute, so gesehen in dieser DP-Zeit. Und auch so viele jiddischsprachige Menschen wie wahrscheinlich auch nicht vor 1933. Und die Frage von einem der Vorredner kam, oder die Anmerkung, naja, die Filme über die Shoah waren danach ganz anders. Ja klar, weil sie sozusagen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, für wen auch immer, gedreht wurde, aber 1947
kriegte man noch so viele jiddischsprachige Schauspieler, Regisseure und so weiter zusammen, um so einen Film zu machen. Danach war das nicht mehr möglich. Alle wanderten aus. Ja, also vielleicht muss man tatsächlich noch ein bisschen sozusagen drüber nachdenken, wann ist der Film entstanden und für wen und wie ist die Gemengelage. Ne? Also es ist, und worum geht es eigentlich in dem Film? Ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Und ich glaube, die Shoah wird zwar thematisiert, auch sehr explizit. Wir sehen Selektionen, das ist ganz explizit. Das war auch absolut verständlich zu dem Zeitpunkt. Aber es ist ein Gegenwartsfilm. Eigentlich ist es ein Film über die Gegenwart damals der jüdischen Flüchtlinge. So. Und das, was der erzählt, ist die Vorgeschichte. Der, ne, damit macht er seine Figuren verständlich. Aber eigentlich der Fokus ist zu diesem Zeitpunkt ein Gegenwartsfokus. Das ist, ohnehin reden wir ja über die ganz jüngste Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt. Also das ist kein historisches Thema. Und offensichtlich ist es ein Film, der nicht in erster Linie ein deutsches Publikum adressiert, um es zu erziehen. Das ist kein Re-Education-Film. Es ist aber ein Film, der ganz offenkundig doch das deutsche Publikum mitdenkt. Und deswegen ist auch diese Figur der deutsch-jüdischen Dora so merkwürdig. Weil das ist, und das hat Celie Kugelmann in einem sehr klugen, schönen Text geschrieben über diesen Film, da ist sie heute nicht drauf eingegangen, das ist eigentlich keine jüdische Figur, das ist eigentlich eine deutsche Figur. Und das ist eine Identifikationsfigur, eine blonde Identifikationsfigur fürs deutsche Publikum. Und deswegen spricht die auch Hochdeutsch. So. Also dieser Film ist einfach komplex und er ist auch widersprüchlich. Ich glaube, wir kriegen den auch nicht auf eine gerade Linie gebürstet. Da drin ziehen verschiedene Kräfte auch in verschiedene Richtungen. So. Und was man vielleicht auch sagen muss, es ist eben die Zeit vor der Gründung der Bundesrepublik, ist eben auch eine Zeit, wo Filme lizenziert wurden. Das heißt, man konnte nicht einfach irgendeinen Film machen, sondern man brauchte eine Lizenz von den Alliierten, weil man eben Filme machen wollte, die keine Nazi-Filme mehr waren. Und man hat eben versucht, die Lizenzen an Filmemacher zu geben, die unbelastet waren. Unbelastet waren natürlich von den deutschen Filmemachern fast keine, außer die, die aus dem Exil zurückgekommen sind. Und dann hat man eben ganz viele so Produktionen wie diese, wo so ganz merkwürdige Mischungen sind. Ja? Das hat ja auch Zilli anfangs gesagt. Aber ich glaube, dass es deswegen ein Zeitfenster ist bis 1949, wo ganz, ganz interessante Filme entstehen, die aber nicht so ganz geradlinig sind. Weil da nämlich eine ganz frühe, eigentlich eine ganz krasse Thematisierung zusammenfällt mit so ganz merkwürdigen, versöhnlichen Gesten, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich jetzt her? Und das ist eine Mischung. Das sind Zugeständnisse an ein deutsches Publikum, was diesen Film trotzdem nicht sehen wollte. Das kann man ganz klar sagen, das wollten die nicht sehen. Die sind auch aus dem Kino rausgegangen. Aber das zieht so in verschiedene Richtungen. Und das sieht man einfach. Und das ist eben das, was in der Einführung ja auch deutlich wurde, was sich auch mischt in der Stilistik. Das ist teilweise, ist das wirklich Ufa-Kino, wie es auch vor 45 gedreht wurde. Ästhetisch, ja, also von der Kameraarbeit und von der ganzen Lichtführung sehen die Filme zwischen 40 und 45 auch so aus. Und dann haben wir Elemente aus dem jiddischen Theater, die irgendwie völlig daraus fallen und ganz anders funktionieren. Noch eine weitere Dimension, die eine Rolle spielt, wo das jüdische Publikum angesprochen wird, das ist die DP-Situation. Also es geht darum, dass Juden wieder in einem Lager sind, eingepfercht. Und vielleicht zur Erinnerung, Herr Ell hat das gerade angesprochen, wie viele Juden lebten in Deutschland nach der Befreiung? Ziemlich viele, nämlich 250.000. 250.000, wesentlich mehr als jemals danach wieder, die aus den Lagern hier in die verschiedenen DP, in den verschiedenen DP-Camps versammelt wurden. Die leerten sich im Laufe der Zeit, aber das letzte DP-Camp wurde erst 1956 aufgelöst. Also Sie können sich vorstellen, wie lange solche DP-Camps gewissermaßen als neue Orte, in denen gab es auch Schulen, also nochmal zu deiner Frage, in denen gab es Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten. Es war eine abgeschottete Situation, die aber zugleich eben den Menschen deutlich machte, dass sie strukturell wieder in einer ghettoähnlichen Situation sind. Die meisten wollten natürlich nicht in Deutschland bleiben. Der Aufbruch aber in ein anderes, unbekanntes Land war auch nicht immer angenehm und mit Hoffnungen verbunden. Aber sie wollten ihre Situation verändern. Und diese kurze Sequenz, wo sozusagen diese Demonstration war und der Ruf des jüdischen Weltkongresses, wir wollen eine andere Perspektive hier,
implementieren, macht deutlich, dass diese Zwischenzeit, so hattest du das vorhin genannt, in dieser Zwischenzeit war noch sehr viel möglich. Was diese Möglichkeiten einschränkte, und das ist sozusagen, was immer latent mitspielt, waren tatsächlich die auch wenn man es anders nennen konnte, der Begriff des Traumas ist sicherlich einer, der in der Zeit, als dieser Film gedreht wurde, so nicht benannt wurde. Aber die das Unterfutter ist schon sehr deutlich, insofern als diese Erfahrung mit dem Nationalsozialismus im Lager, egal ob persönlich oder über die Verwandten, das Denken und das Fühlen und die Perspektiven der Menschen sehr stark beeinflusst hat. Ich möchte noch gerne etwas zu der Figur der Dora sagen. Ein bisschen widersprechen. Sie fällt natürlich aus dem Rahmen, dadurch, dass sie Hochdeutsch spricht, nicht Jiddisch und dass sie blond ist und nicht Stereotyp wie eben der David, der ja sehr Stereotyp ausgewählt ist, gecastet würde man heute sagen. Die Dora spricht Hochdeutsch und ich würde sagen, eigentlich ist es nicht so eine außergewöhnliche Figur, wenn man die deutschen Juden betrachtet, die ja doch sehr assimiliert waren. Ein Großteil der deutschen Juden halt bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zur Shoah, waren ja sehr assimiliert und waren eben auch, zählten sich eigentlich zu der kulturellen Schicht, Oberschicht, geistigen Schicht Deutschlands. Insofern ist sie für mich jetzt nicht so eine außergewöhnliche Figur gewesen. Auch meine Tante zum Beispiel war ganz blond. Also das hat, glaube ich, jetzt nicht viel damit zu tun. Sie entsprach nicht oder entspricht nicht dem Stereotyp. Das ist wohl wahr. Kann ich reden? Ja. Okay. Ich möchte das Stichwort DP-Lager aufgreifen. Ich glaube, also ist ja schon gesagt worden, dass der Film unterschiedliche Publika adressiert, muss ich nie wiederholen. Ich glaube, dass es dem Film, und ich kenne viele Ufa-Filme, inklusive der Propagandafilme, dass er sehr stark diese Parallelisierung der Lager betont. Also der Stacheldraht beispielsweise im DP-Lager wird quasi gleichgesetzt mit den Konzentrationslagern der Nazis. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, sozusagen dem was entgegenzusetzen, aber es geht ja um Auswanderung. Und interessanterweise fand ich, sind die beiden Ärzte in dem Film ja nun wirklich die bekannten NS-Schauspieler, Otto Wernicke, spielt beispielsweise in Ohm Krüger, den sozusagen den Erfinder, angeblichen Erfinder der englischen Konzentrationslager, und Paul Dahlke spielt ja auch einen Arzt. Also sozusagen, die Nazis sozusagen spielen in diesem Film mit und stehen dann irgendwie am Krankenlager und es geht nicht mehr um Vernichtung, aber es geht um Auswanderung. Und ich denke mal, das ist eine merkwürdige Parallelisierung dieser beiden Orte sozusagen, aber mit dem Ziel sozusagen Israel, das ist was ja nicht falsch, ist es ja alles richtig, aber irgendwie ist es so eine Art, ja wie soll ich sagen, so eine Art Abschieben des ganzen Problems. Und ich denke mal, diese Dora, das ist schon richtig, das ist im Grunde eigentlich dann doch das, also das Deutsch-Blauäugige steht sozusagen dann da und das andere muss dann doch irgendwie weg oder doch wieder auswandern oder was auch immer. Also das gehört sozusagen nicht zu diesem Nachkriegsdeutschland. Also dieser Eindruck ist bei mir ganz stark haften geblieben. Also sozusagen die Parallelisierung der beiden Lagerverhältnisse sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Für mich, ich glaube, ich muss etwas mehr aggressiv sein, hier rein, anstatt zu reden. Aber für mich, was ich kann vieles unterschreiben, was schon gesagt wird. Und für mich, die Szene, was da richtig rauskommt, ist, wo die sitzen am Bank und er macht den Heiratsantrag. Und sie fängt direkt an, über die Lager wieder zu reden. Und er sagt, nee, also wir denken an die Zukunft. Und dann dieses so Treiben und etwas anderes, etwas, wir blicken nach vorne, nicht zurück. Und er hat eigentlich eine andere Erfahrung in der Krieg gemacht. Er war dann, wie sagt man das, er war Partisan und er war nicht dabei. Also er hat auch ein anderes Blick gehabt als sie. Und ich finde es auch dieses Spannung zwischen die zwei Erfahrungen interessant. Mhm. Und dass in diesem Moment auch dieser starke Blick nach Israel und ja, also ja.
Wenn ich ganz kurz, weil wir vorhin so ein bisschen das Thema Trauma angesprochen hatten und weil es ja auch wirklich dabei, also in den nächsten zwei Tagen auch darum gehen wird, mich lässt das so ein bisschen nicht los. Also wenn man grundsätzlich über Traumata redet, weil diese Frage jetzt natürlich gefallen ist, geht es um Traumata, geht es nicht um Traumata, will der Film das überhaupt zeigen oder nicht? Wenn wir über Traumata sprechen, dann ist das ja tatsächlich ein Zustand, der meistens erst sehr viel später als das Erlebte überhaupt erlebt wird, eintritt. Also ich meine als Beispiel, jetzt reden wir, wir fangen gerade an zu reden, um ein heutiges Beispiel zu nehmen, um irgendwie intergenerationelle Traumata, irgendwie vererbte Traumata an die dritte Generation. Wir reden jetzt erst über Traumata der Kontingentflüchtlinge beispielsweise, die seit von denen viele 30 Jahre lang keine Arbeit, keinen Anschluss und so gefunden haben. Wir reden jetzt darüber, nicht vor 10 oder 15 Jahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film auch in diese Richtung geht, also 1947, es ist Schreckliches passiert, es ist also die Shoah ist passiert, aber der Film und auch der Protagonist, mit dem wir uns so ein bisschen identifizieren sollen nach dem Film, sagt, vergesst es. Also er sagt ja ganz klar zu der Dora, zuerst sagt er, was ist passiert, sie sagt nichts, sie möchte es vergessen. Und dann sagt sie, als sie reden will, sagt er, nein, rede nicht drüber, vergiss es. Und der Film endet mit der Note, Hatikva, Hoffnung, lasst uns nach vorne schauen. Das Beispiel mit der Mutter ist in meinen Augen ist das ein bisschen herausgefallen. Aber wenn man sich das noch ein bisschen näher so darüber nachdenkt, die Albträume, ja, die gehören dazu. Natürlich wurden die gezeigt, aber sie wurden thematisiert im Sinne von, sie hat ihren Sohn nicht gefunden. Der letzte Strang, den sie noch irgendwie hatte, der ihr irgendwie Lebenslust gegeben hat, der ist weggefallen in ihren Augen. Und jetzt ist sie so gesehen durchgedreht. Aber es ging nicht per se darum, dass er lebte in den Lagern, sondern ihr Sohn ist weg und damit ist irgendwie ihr ganzes Leben zusammengebrochen. Und natürlich kommen da auch die Lager hoch und so. Aber in meinen Augen, auch wenn man die Szenen sieht, aus denen die P-Camps, die Leute reden nicht darüber, die reden darüber, die Hoffnung jetzt, so, wir müssen hier raus und wir warten und warten und warten. Aber ich glaube, dass sie aufs Tiefste traumatisiert waren. Der Film gibt mir diesen Eindruck nicht wieder. Vielleicht ist es auch, wie ich gesagt habe, zu wenig Zeit vergangen, um das auch selbst zu akzeptieren. Ich würde gerne einen Aspekt aufgreifen von dem, was du sagst und von dem, was Alfons auch gerade gesagt hat. Also diese blonde Frau erinnert mich an einen anderen Film, vielleicht auch einige von Ihnen, der das Thema der Shoah auch im Mittelpunkt hatte, und zwar der Film hieß auch Holocaust. Vielleicht haben einige von Ihnen den Film gesehen. Und da ist eine jüdische Frau, sehr wohl eine blonde, blauäugige jüdische Frau, der Familie Weiß auch zu erkennen. Du kennst den sicherlich nicht, aber lohnt sich den mal anzuschauen. Der ist von 1900, Alfons, hilf mir, 79, ja. 78, das war einer der ersten Filme, der sehr intensiv an vier Abenden in Deutschland, so ein Straßenfeger gewissermaßen, tatsächlich viele Deutsche auch motiviert hat oder zum ersten Mal auch konfrontiert hat mit der Geschichte, nicht von Zahlen und Millionen, sondern von einer Familie und die identifikatorisch auch wirkte. Ja, also der hatte danach, nach dem Film, gab es stundenlange Talkshows und Gespräche und so weiter. Das ist das eine. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der nochmal eine soziologische Perspektive. Diese DP-Camps waren bereits in den, also nach 1945 ausgesprochen, was die Orientierungsangebote anbetrifft, differenziert. Es gab starke zionistische Organisationen, es gab Organisationen, die eher sozialistisch, aber nicht zionistisch waren, es gab religiöse Organisationen. Das heißt, die Perspektive war nicht ausschließlich auf Israel bezogen, sondern es war relativ vielfältig, wie eine Zukunft aussehen kann. Und du hast einen Punkt angesprochen, ich finde das sehr schön, dass dir das aufgefallen ist, wenn ich dich mal loben darf. Ja. Ein Punkt, der, finde ich, sehr wichtig ist, nämlich ein Teil des israelischen Selbstverständnisses war mit 48, wir vergessen, wir beginnen nach vorne zu schauen, wir belasten uns nicht mit dieser Geschichte. Es gab sogar über Jahre kein Verbot, darüber zu reden, aber es gab ein Common Sense,
dass in israelischen Familien oder in der Öffentlichkeit das Thema Shoah nicht so sehr vorkam, weil es gewissermaßen störend war in Anbetracht der Herausforderung, die natürlich dieser ansonsten bedrohte Staat im Nahen Osten auf sich nehmen musste. Und ich fand das sehr stark in dem Film, du hast diese Sequenzen auch hervorgehoben, dass dieser Film an der Stelle auch in Verbindung mit den abschließenden Bildern, Sie erinnern sich, die abschließenden Bilder verweisen auf eine landwirtschaftliche Perspektive. Man sieht die Traktoren, man sieht die Pferde, es geht um eine andere, und zwar territorial und real andere Perspektive. Das Wort Israel fällt, glaube ich, noch nicht oder vielleicht einmal. Aber es ist eine auf Zukunft und auf den Zionismus, auf Israel hinbezogene Zukunft. Das heißt, der Film hat sich in einer gewissen Form entschieden. Ja, das ist wichtig. Und man muss dazu sagen, die Forschungslage ist so, dass vieles in dem Staat nur möglich war unter Bedingung des Vergessens und des Verdrängens, weil andere Herausforderungen anstanden. Das heißt nicht, dass das der bessere oder der richtigere oder der psychogenetisch oder resilientere Weg gewesen war, aber das waren Bedingungen, die dazu geführt haben, dass die Shoah, und jetzt kommen wir wieder zu dem Traumabegriff, in dieser Massivität erst in den 80er Jahren von der zweiten Generation richtig öffentlich thematisiert wurde in Israel. Ich füge vielleicht noch zwei Punkte hinzu. Drei. Soll ich drei machen? Also die Filme über die P-Camps, die vor der Staatsgründung und nach der Staatsgründung gedreht wurden, fallen auseinander. Und die Parallelisierung der Lager, ich würde das auch so sehen, rein ästhetisch gibt es die, ist ein politisches Argument. Zu sagen, wir sind wieder hinter Stacheldraht, wir sind wieder im Lager und es gibt ein starkes politisches Argument, diese Lager aufzulösen, da die Situation ja so war, wie es Flüchtlingen heute auch geht, nämlich kein Land will Visa vergeben im ausreichenden Maße, muss man starke Argumente machen, in dem Fall ein Argument für eine Staatsgründung. Ja? Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass es diese Parallelisierung gibt und das hat nichts mit einer Relativierung der Shoah zu tun, sondern das ist sozusagen ein nach vorne gerichtetes politisches Argument, was der Film macht. Und dann hast du Holocaust angesprochen und ich finde das einen guten Hinweis, weil ich würde auch da sagen, die Figur der Bertha Weiß, die blonde Jüdin, und mir geht es gar nicht darum zu sagen, es gibt keine blonden Juden, das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern die Frage, wie adressiere ich ein mehrheitlich nicht-jüdisches, deutsches oder in dem Fall erstmal US-amerikanisches Publikum? Und das mache ich, indem ich Nähe schaffe. Und diese deutsche Familie Weiß ist deutscher als die Deutschen. Mhm. So, und mit denen konnte man 1978 in den USA, 79 dann in Deutschland, wunderbar Mitleid haben. Und das wäre ganz anders gewesen, wenn man eine arme, vielleicht proletarisch jiddisch sprechende Arbeiterfamilie gezeigt hätte. So, und da gibt es einen klaren, also da gibt es sozusagen einfach eine klare Schieflage, ja. Das ist das eine. Und das andere, Zilli Kugelmann hat anfangs darauf hingewiesen, es geht ja nicht darum, dass es nicht solche überlebenden Jüdinnen gab wie diese Figur. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die in einem DP-Lager war, da waren nämlich die deutschen Juden eigentlich nicht. Das waren vor allem die aus Polen und aus der Sowjetunion zurückgekehrten. Dass diese Paarkonstellation sich trifft, die ist unwahrscheinlich. Und dann noch eine allerletzte, dann habe ich meinen dritten Punkt gemacht und darf aufhören. Der Hauptdarsteller wurde natürlich nicht gecastet, sondern das ist der Regisseur des Films, der die Hauptrolle spielt. Der es geschrieben hat, der die Regie führt mit einem deutschen Regisseur zusammen und diese Hauptrolle spielt. Das heißt, der ist sozusagen nicht... Genau. Nee, genau, der Autor. Ich möchte mal kurz auf die Darstellung der Arbeit in den DP-Camps eingehen. Ich finde es sehr plausibel, dass das... zionistisch ist, dass es auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend, dass öfter betont wurde, wir Juden wollen arbeiten, wir können arbeiten. Also da hatte ich das Gefühl, das könnte auch in deutsches Publikum gerichtet sein, quasi als Gegenpropaganda, gegen die NS-Propaganda vom nicht arbeitenden Juden, um das dem Publikum zu zeigen, das stimmt nicht, wir wollen wie alle anderen arbeiten natürlich. Und da fand ich dann spannend, dass die Ästhetik vermutlich auch ziemlich ufermäßig war, also da, wo er dann den Hammer nimmt und auf den Amboss schlägt, das ist ja fast also Siegfried, der sein Schwert schmiedet. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Hat mich erinnert tatsächlich an die Darstellung in dem Theresienstadt-Propagandafilm. Da geht's ja auch, wird auch Arbeit plötzlich dargestellt, mit einer ähnlichen Ästhetik, fand ich. Und noch eine kurze Ergänzung.
Was vielleicht auch noch spannend ist, ist halt die Frage, wie viel war bekannt damals? Natürlich in Details noch nicht alles, aber gerade in den DP-Camps wurde ja auch unheimlich viel Forschungsarbeit schon betrieben. Also das waren halt eigentlich die ersten Holocaust-Forscher, die in den Camps Erinnerungen zusammengetragen haben. Und ich finde, das kommt im Film schon auch vor, dass die verschiedene Lagernamen nennen wollen, dass sie sogar Zahlen genannt haben zwischendurch. Deswegen würde ich da auch nicht so ganz mitgehen mit der Einführung, dass das nur eine persönliche Geschichte ist. Okay, ich habe jetzt auch das Mikrofon. Bei DP-Camps fiel mir sofort ein, Atlit bei Haifa. Und Atlit bei Haifa. Und dass da auch DP-Camps in Israel eingerichtet wurden von den Engländern. Also das hat mich damals sehr betroffen gemacht, als ich das erlebt und gesehen habe, als ich da durchgeführt wurde von einer Freundin aus Israel. Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist der Name des Films, Der lange Weg. Und ich bin hängen geblieben und habe das wie einen roten Faden dann verfolgt. Denn David, die Figur des Davids, war bewegt vom Überleben, wie aus dem Zug gesprungen ist, bei den Partisanen gekämpft hat, kam mir gleich auch eine Erinnerung an unseren Freund in Israel, der bei den Partisanen auch gekämpft hat, damals noch Jugoslawien. Bis zuletzt hat er gekämpft ums Wiedersehen, er hat gekämpft auch mit der Dora. Und auch da kommt das Trauma schon zum Vorschein, wie sie träumt nachts und wie sie vom Trauma sozusagen schreit und nicht losgelassen wird. Also auch da ist das Trauma zu sehen. Und zwar nicht erst nach 10 Jahren oder nach langer Zeit, sondern ziemlich bald. Er ist bewegt vom Überleben und was mir dann noch deutlich wird, ist, dass die Familie einen ganz, ganz wichtigen Punkt gespielt hat und spielt auch in jüdischen Familie bis heute in Israel. Die Familie versammelt sich am Schabbat, da kommt sie zusammen, da isst man miteinander. An den Feiertagen isst man miteinander, man isst zusammen. Die Familie hat einen großen Wert. Und das hat hier auch der David deutlich gemacht. Die Figur des David hat mich sehr beeindruckt. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich versuche es mal. Ich finde es schwierig. Also nicht ein Schlusswort, sondern überhaupt was zu sagen. Es werden so viele Aspekte angesprochen. Und das springt dann so. Und ich finde es dann ein bisschen schwierig, darauf direkt zu antworten. Ich möchte mal mit dem Trauma anfangen. Das Traumatische finde ich sehr deutlich, also in vielen Szenen. Das ist natürlich links, rechts, auch von dem Hauptdarsteller und von dem Regisseur und dem Autor, wie er den Wehrmachtssoldaten erschießen muss, um bei den Partisanen mitzukommen. Das wird gar nicht gezeigt. Und da er ja das Buch und auch Regie gemacht hat, also die haben sich entschlossen, das nicht zu zeigen. Weil das natürlich eine fürchterliche Situation ist, obwohl es ein Wehrmachtsmann ist, der da erschossen wird. Trotzdem sieht man ihm an, dass er das ganz furchtbar findet. Trotzdem ist das die Eintrittskarte für das, was danach kommt. Also zu dem Traumatischen, da könnte man noch mehr Beispiele sagen. Also die Mutter natürlich, das finde ich so deutlich, die ist, ja. Was aber auch deutlich ist, der gute deutsche Arzt. Paul Dahlke wurde genannt und der andere, der zum Schluss da ist, wo ich den Namen jetzt gerade nicht kenne, das sind bekannte Figuren aus Ufa-Filmen und die wurden eingesetzt, und so wie die blonde Frau. Die wurden eingesetzt und ich denke, dass das hat auch so mit ein bisschen so ein Kalkül damals von der Produktionsfirma oder wie auch immer, dass sie sich gedacht haben, so ein bisschen was... ein bisschen Glamour müssen wir da schon reinbringen und auch das Bekannte. Also der Gedanke ist mir. Ja, wir sind schon mit einem schönen Film und vielen Diskussionen gestartet. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Den Kontext für den Film, den wir heute Abend sehen, die Gezeichneten, wird uns immer Klages liefern. Filmwissenschaftlerin aus Mainz, mit der ich sehr schön in unterschiedlichen Kontexten zusammenarbeite und die einen Fokus auf Filmexilforschung hat und über Fred Zinnemann ihre Dissertation geschrieben hat. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen.
Schön, dass Sie alle heute hier sind. Und ja, mein Dank gilt natürlich auch Lea Wohl und Johannes Rhein, Doron Kiesel und den Zentralrat der Juden für die Einladung heute Abend hier den Film The Search vorzustellen. Also ich freue mich sehr, hier den Film vorzustellen aus dem Jahr 1948 und einzuführen und Ihnen vorweg ein wenig historischen Kontext für die Sichtung mitzugeben. Beginnen möchte ich mit den Drehbedingungen des Films und dann also auf die Laienschauspieler, die Kinder in den DP-Lagern, etwas eingehen. Und können Sie mich gut verstehen? Ich überlege es gerade. Ja, gut. Okay. Also Fred Zinnemann, 1907 in Rzeszów geboren und in Wien aufgewachsen, geht 1929 in die USA. 1946 wird er von dem Schweizer Produzenten Lazar Wechsler von der amerikanischen MGM ausgeliehen und für einen Film engagiert, der das Leid und die Hungersnot in Europa nach dem Krieg dem amerikanischen Publikum näher bringen soll. Okay. Also die Betreuung der Displaced Persons Lager und der elternlosen Kinder in Deutschland durch die UNRWA, also United Nations Relief and Rehabilitation Administration, kostete Steuergelder und so sollte auch ein positives Licht auf diese finanzielle Unterstützung der United Nations vermittelt werden. Ein Scriptwriter, Peter Viertel, Sohn von Salka Viertel und Berthold Viertel, ein Freund Zinnemanns zu der Zeit, der sich kurz nach dem Krieg in Europa befand, sollte ein erstes Skript entwickeln. Dieses wurde in Anbetracht der Beobachtung, die Viertel in Deutschland machte, sehr düster. Viertel hatte die Aussichtslosigkeit eines verwahrlosten, obdachlosen jüdischen Kindes nach dem Krieg beschrieben, das am Ende die Interpretation zu einem Selbstmord offen lässt. Unzufrieden mit dieser Fassung betraute dann Lazar Wechsler daraufhin Richard Schweizer mit dem Drehbuch und der Aufgabe, eine hoffnungsvolle Aussage über die Nachkriegssituation zu finden. Auch Fred Zinnemann war dieser Entwurf von Viertel etwas zu stark deprimierend. Obwohl er einen dokumentarischen Ansatz verfolgte und keine Beschönigung der Situation in Deutschland drehen wollte, war er doch um die Aussage des Films und die Zuschauer im Kino besorgt. Er schrieb in seinen Memoiren 1992, das ist jetzt von mir aus dem Englischen übersetzt, Zitat Anfang: Es war sehr wichtig, die arglose amerikanische Zuschauerschaft davon zu überzeugen, was in Europa passierte, und deshalb waren wir dazu gezwungen, die Wahrheit zu glätten. Andererseits hätten es die Leute nicht aushalten können. Die Öffentlichkeit war noch nicht so konditioniert und abgehärtet, wie wir es jetzt sind, und keiner wäre ins Kino gegangen, um den Film zu sehen. Und wir wollten, dass so viele Amerikaner wie möglich den Film sehen können. Zitat Ende. In seinen Notizen aus der Zeit, die im Zinnemann-Nachlass in Los Angeles zu finden sind, beschreibt er, wie unvorbereitet er auf das war, was ihn in Europa erwartete. Während des Krieges hatte Zinnemann seit Mitte der 1930er Jahre versucht, seine Eltern in die USA zu holen, ohne Erfolg. Ein Funken Hoffnung blieb ihm noch, bis im Januar 1946 der Brief seines Bruders, der in Frankfurt am Main stationiert war, den Mord an den Eltern in Polen bestätigte. Der Vater wurde in Rzeszów erschossen und die Mutter in Auschwitz umgebracht. Im Dezember 1946 konnte Zinnemann endlich die Reise mit dem Schiff nach Europa, zuerst in die Schweiz, antreten. Er hatte zu der Zeit zwar Zeitungsberichte, viele Briefe von Verwandten und durch die Korrespondenz mit Peter Viertel über die Lage in Deutschland erfahren, aber alle Pläne für den Film wurden nach der Ankunft verworfen. Mithilfe der berühmten Fotografin Therese Bonny erhielten sie, also seine Crew, im März 1947 Einreise- und Dreherlaubnis von der US Army, weil Zivilpersonen durften vorher nicht einfach so einreisen oder jemanden besuchen. Außerdem erhielt Zinnemann eine Sondergenehmigung der United Nations, alle DP-Lager in Deutschland zu besuchen und frei mit den Insassen und den zuständigen Personen zu sprechen. So bekamen sie Zeitzeugenberichte von Überlebenden, die aus den Konzentrationslager gekommen waren und hier auf ihre Ausreise warteten. Zinnemann führte unzählige Gespräche mit Kindern, Personal, UNRWA-Helfern, Kinderpsychologen und Ärzten. Diese Gespräche und Eindrücke ließ Richard Schweizer in das neue Drehbuch mit einfließen. So entstand
das erste Drehbuch erst nach dem Aufenthalt in Deutschland. Zinnemann beschreibt die Recherchereise folgendermaßen. Zitat Anfang. Keiner von uns konnte mehr schlafen in der Nacht wegen der teuflischen Geschichten und Dinge, die wir jeden Tag viele Wochen hörten. Es war purer Satanismus. Unsere Gehirnzellen konnten die Idee dahinter erst gar nicht begreifen. Die Geschichten wurden ohne Drama erzählt in gerader Monotonie. Interessanterweise waren nicht viele über die Verbrechen. Sie hatten mehr damit zu tun, dass die menschliche Würde zerstört worden war. Das methodische Auseinanderreißen von Menschen und menschlichen Seelen, so wie es von den Nazis durchgeführt worden war, wie eine Mutter vor die Entscheidung zu stellen, welches ihrer zwei Kinder überleben sollte. Die Kinder wurden mit einer Hingabe in mehreren Monaten von den UNRWA-Mitarbeitern versorgt und obwohl endlich einige von ihnen sich nicht mehr länger für kleine Roboter ohne eigenen Willen hielten, waren sie immer noch sehr durcheinander und brauchten viel persönliche Zuwendung. Sie sehnten sich stark nach jemandem, der zu ihnen gehört, den sie ihr eigen nennen können. Wenn ich in einen Raum kam, fielen sie über mich her, kletterten über mich rüber und klebten an mir wie eine Ranke Trauben. Und ich hörte ein kleines Kind sagen, I'm nobody's nothing. Zitat Ende. Die Situation vieler Kinder, jetzt muss ich kurz mal was trinken. I am nobody's nothing. Deswegen musste ich etwas schlucken. Die Situation vieler Kinder in den DP-Lagern änderte sich 1947 gegenüber der unmittelbaren Nachkriegssituation von 1945, die der Film porträtieren will. Viele Kinder konnten bis 1947 mit Hilfe der UNRWA-Familienmitglieder wiederfinden oder wurden auch ohne diese in ihr Herkunftsland repatriiert. Verwaiste Kinder mit einer zuordnenbaren Nationalität wurden von Pflegefamilien der jeweiligen Herkunftsländer aufgenommen. Lazar Wechsler schreibt über den Besuch in einem DP-Lager im Juni 1947. Zitat Anfang. Bei unserer Ankunft fanden wir in Bezug auf die Organisation der UNRWA, also auch die Kinder, eine außerordentlich prekäre Situation. Da die UNRWA zurzeit in voller Auflösung begriffen ist und die Kinder unter Hochdruck in ihre eigenen Länder zurückgeschickt werden. Das gilt sowohl für Tschechen als auch für Polen, Jugoslawen etc. Man ist also im Augenblick nicht sicher, ob die Kinder, die man auswählt, morgen überhaupt noch da sind. Zitat Ende. Außerdem beschreibt er die Kinder als wohlgenährt und sonnengebräunt, sodass sie nicht dem Bild der gerade dem Lager entwichenen, halbverhungerten Überlebenden entsprechen würden, die er für den Film benötige. Daraufhin beschreibt er, dass die meisten Kinder Juden und Jüdinnen seien. Das Verhältnis wäre 3:1. 3 Jüdische zu einem nicht-jüdischen Kind. Und der nächste Absatz seines Briefes schockiert aus heutiger Perspektive. Wechsler schreibt, Zitat Beginn, von der UNRWA aus besteht offiziell kein Hindernis, eventuell durchwegs jüdische Kinder als Statisten zu gebrauchen, da sie ja auf der Leinwand anonym wirken, solange die Geschichte selbst sich nicht in erster Linie um jüdische Kinder dreht. Man muss natürlich diese Gruppe mit nicht-jüdischen Kindern ergänzen. Zitat Ende. Warum konnten sie hier nicht bei der Wahrheit bleiben? Und warum durfte es sich nicht ausschließlich um jüdische Kinder handeln? Warum war es so wichtig, dass sie anonym blieben, fragt die Rezeption heute. Die DP-Lager wurden zu der Zeit der Filmarbeiten nach Nationalitäten unterteilt, um die Repatriierung zu erleichtern. Es entstanden auch viele jüdische DP-Lager, wo jüdische Kinder auch teilweise von zionistisch eingestellten Helfergruppen unterrichtet wurden. Einige Kinder, die von Zionisten aus Verstecken, von der Straße, aus den Klöstern und Wäldern in die Camps gebracht wurden, stießen erst später dazu und wurden anschließend auf verschiedenen Wegen nach Israel gebracht. Ein Kinderdarsteller war der 1934 in Ungarn geborene Joel Feldmann, der seit Januar 1946 im jüdischen Kinderheim in Ansbach vor Ort Strüth untergebracht war. Er berichtet in einem Interview mit Jim Tobias 2015, dass Fred Zinnemann und der Cutter Hermann Haller mit 3 bis 4 weiteren Personen in das DP-Lager kamen und die Kinder auswählten. Im Kinderlager in Bayerisch Gmain fand 1947 ein Casting für den Film mit 200 Kindern statt. 12 Kinder wurden ausgewählt. Darunter befand sich auch der 1935 geborene Avril Adani, der den Holocaust im Ghetto in Budapest überlebte.
Über jüdische Hilfsorganisationen gelangte er in ein Auffanglager in Leipheim, Schwaben, und darüber in das spezielle Kinderlager in Bayerisch Gmain, Oberbayern. In dem Film spielen mehrere hundert jüdische Kinder mit. Insgesamt wurden 400 bis 600 Kinder für den Film rekrutiert. Alle Außenaufnahmen wurden an Originalschauplätzen im Nachkriegsdeutschland gedreht, die meisten in Nürnberg. Die Innenaufnahmen in der Schweiz. Dies war auch die Zeit, als jüdische Kinder zu Gruppen formiert wurden und gelegentlich und heimlich über die Grenze nach Italien gebracht wurden. Diese Tätigkeit war unoffiziell, weil es immer noch eine britische Blockade gegen jüdische Immigranten nach Palästina gab. Die Kinder wurden begleitet von Abgesandten der Jewish Agency, die später Teil der Regierung Israels wurde. Sie wurden auch durch ganz Italien, sie wurden durch Italien geführt und dann in kleine Schiffe und Boote in der Nähe von Bari gesetzt. Von dort aus machten sie eine lebensgefährliche Seereise über das Mittelmeer und landeten in der Nacht an den Stränden von damals noch Palästina. Zinnemann erinnert sich über den Dreh, Zitat Anfang. Es war eine große Herausforderung, die Kinder zu überreden, in dem Film mitzuspielen. Also ich sagte mehreren Gruppen, dass wir ihre Hilfe brauchen, um den Film zu machen, um eine Hilfe zu sein für die Kinder in der ganzen Welt. Aber es würde beinhalten, auch sehr schmerzhafte Erinnerungen wieder zu beleben. Wenn sie freiwillig teilnehmen möchten, wäre das okay. Wenn nicht, wäre es auch okay. Wäre es auch völlig okay. Alle machten freiwillig mit. Okay. Die meisten waren jüdische Kinder zu der Zeit. Die anderen waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt, aber die jüdischen Kinder wussten nicht, wohin sie gehen könnten. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer so... Sie wurden sehr angespannt und sehr traurig, als wir anfingen, ihre Köpfe zu scheren und sie mit ihren Identifizierungsnummern fotografierten. Und zur gleichen Zeit sahen wir aber auch, was sie dem Film mitbringen würden. Wir mussten alle Innenaufnahmen in einer ausgestatteten Garage in Zürich drehen. In einer der Szenen kommt Aline McMahon, die eine UNRWA-Offizierin spielt, in einen Warteraum voller DP-Kinder. Wir hatten nur einen kleinen Anteil der authentischen DB-Kinder mit uns in der Schweiz. So nahmen wir einige Schweizer Kinder und erklärten ihnen, dass sie vor der uniformierten Frau Angst haben sollten. Sie schienen mich zu verstehen, aber nichts passierte, als wir die Szene aufnahmen. Die Schweizer Kinder kannten die Bedeutung von Angst nicht. Sie schauten einfach völlig leer daher. So nahm ich dann die echten DP-Kinder und alles, was ich zu ihnen sagte, war... Da kommt eine Frau, sie ist in Uniform und ihr denkt, sie ist wahrscheinlich deutsch. Punkt. Weiter nichts. Sie kam rein in Uniform und die Kinder waren versteinert. Sie waren nicht am Schauspielern. Zitat Ende. Es ist einfach. Noch einen Schluck und dann bin ich gleich am Ende. Die Kinder, die hier als Laienschauspieler auftreten, haben die Konzentrationslager erlebt und sie haben sie überlebt. Ihre Präsenz, ihre Mimik, Gestik und ihr Verhalten vermitteln eigene Geschichten, die dem der hier gezeigten Geschichte vom Publikum verstanden werden können. Der Film entlarvt diese versteckten Geschichten und thematisiert damit auch die Identitätsfragen der Kinder nach dem Krieg. Der Film kam erst 1961 in die deutschen Kinos in einer synchronisierten Fassung und war nur in einigen großen Städten zu sehen. Für die Filmaufführung in München kam Fred Zinnemann aus den USA. Der historisch wichtige Film ist somit in Deutschland sehr wenig rezipiert worden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten, um auch über den Film vielleicht gleich im Anschluss nochmal zu sprechen, Eindrücke zu sammeln. Und jetzt ist auch noch Imme Klages hier, die viel über die ganze Produktion des Films weiß und ja auch eingangs schon einiges erzählt hat. Genau. Also um das nochmal zu verbinden zu der Diskussion, die wir davor hatten über Trauma und wer, ob es 1947, 48, 49 das Konzept von Trauma schon gab. Ich glaube, der Film hier hat das beantwortet. Es gab das Trauma ganz klar, aber es wurde sozusagen ignoriert oder nicht beachtet. Also
Für mich zeigt der Film ganz klar das Trauma der Kinder und wie das DP-Personal damit nicht umgehen konnte. Und sondern denkt, ach, wenn wir den Kindern nur sagen, wir sind die Netten, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dann wird alles gut. Und ich glaube, damit ist eigentlich die Diskussion vom letzten Film beantwortet praktisch. Ich wollte nur wissen, ob ich Sie vorhin richtig verstanden habe. Es waren alles jüdische Kinder, diese Darsteller, Der Großteil. Weil viele eben schon zu der Zeit, also Filmarbeiten waren ja 47, repatriiert waren. Und viele, die sie gecastet haben, waren eben aus den jüdischen DP-Lagern, die noch nicht aufgelöst worden waren. Genau. Aber ich habe jetzt auch gesagt, angesehen, dass es ja wirklich nicht verschwiegen wird. Also man hat das ja an mehreren Szenen dann noch stärker gesehen. Obwohl ich mich dann wieder frage, ist das jetzt mit der deutschen Fassung nochmal eine neue Übersetzung? Weil viele Sachen, die in der englischen, auch mit den Gesprächen zwischen den beiden GIs, ist nochmal neu für mich jetzt gewesen, auch in dieser Fassung so zu sehen. Die englische ist doch nochmal ein bisschen anders, aber müsste ich jetzt direkt, also wirklich reingucken in die Szenen, wo was gesagt wird. Aber es ist schon deutlicher, als so wie ich das vorhin interpretiert habe, dass es doch auch sichtbar ist, dass es jüdische Kinder sind. Am Ende 100%, aber davor ja auch schon. Aber vielleicht auch, um das nochmal klar zu sagen, ne? Also die Idee ist, eigentlich eine universale Geschichte zu erzählen über die verwaisten, displaced Kinder sozusagen aus allen Herren Ländern Europas. Und am Anfang sehen wir das ja in dieser Szene, wo die alle unterschiedlichen Sprachen sprechen. Ne? Also die Idee ist erstmal, eine universale Geschichte zu erzählen. Und meine Frage an dich wäre natürlich immer, warum, also ich meine, Sinemann war jüdisch, seine Eltern wurden ermordet. Ist das sozusagen das Zugeständnis ans amerikanische Publikum zu dem Zeitpunkt, zu sagen, wir erzählen eine ganz universale Geschichte, auf die sich sozusagen alle einigen können? Oder wie schätzt du das ein? Da gibt es eine interessante Hintergrundgeschichte auch zu diesem Eingangskommentar, weil das ist nämlich ohne Sinemanns Wissen nochmal nachher, also der O-Ton von dem Sprecher, wo das ja auch so ein bisschen in diese gesamte Geschichte und der Krieg hat also viele Opfer gehabt und so weiter. Das ist ja am Anfang so eine sehr generelle Anmerkung und das wurde ohne sein Wissen nochmal draufgesetzt. Also vom Lazar Wechsler, genau. Und ich meine, das war von stärker noch diese Position von Wechsler, die ganz oft, weil der hat sehr viel mitgemischt, sage ich mal, auch bei der Produktion. Mhm. Und so, klar hat der Zinnemann da großen, also hat Regie geführt, aber das Drehbuch ist ja von dem Schweizer Richard Schweizer. Und also da wurde eben auch Dialoge und so weiter, mussten abgesegnet werden von Wechsler. Also man kann sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also mit Blick auf amerikanisches Publikum, aber auch also von Wechsler jetzt, der das eben stärker dann, glaube ich, für das amerikanische Publikum auch. Aber es ist in der Zeit noch nicht so kommerziell, also es ist nicht kommerziell gedacht, sondern eher, ich glaube, das ist so ein Nachkriegsdiskurs auch gewesen, dass man eben versucht hat, so eine allgemeine Geschichte zu erzählen. Ja, schön. Also ich höre Ihnen zu, aber ich verstehe Sie nicht. Und zwar vor dem Hintergrund, das Bild des amerikanischen Publikums. Also mir ist nicht ganz klar, was Sie damit sagen wollen oder welche Metapher steckt dahinter. Also ich meine, es ist 2 Jahre nach dem größten Massenmord in Europa. Es ist inzwischen bekannt, auch in Amerika. Es ist international, denke ich, es gab Nürnberg, es gab Prozesse, an denen die Amerikaner beteiligt waren. Insofern finde ich diese Interpretation, dass die Amerikaner geschont werden müssen,
nicht ganz nachvollziehbar. Also in Anbetracht dessen, was damals auch universell bekannt war über die Politik der Nazis oder deren Vernichtungsfeldzug. Also das ist mir nicht plausibel. Ja, ich versuche noch mögliche andere Perspektiven oder Motive in einem Film, den ich tatsächlich irritierend fand, weil der Antisemitismus oder der Umgang mit dem Antisemitismus und der Verfolgung der Juden erinnert mich etwas an meinen Besuch in Auschwitz und in Buchenwald noch vor der Wende, wo die Juden explizit eigentlich überhaupt nicht erwähnt wurden. Sie waren ein Teil der Gesamtopfergruppen, aber der Antisemitismus oder die Verfolgung oder die Vernichtung speziell der jüdischen Bevölkerung kam nicht vor. Sie waren unter den Bulgaren oder unter den Rumänen subsumiert worden. So ein bisschen kommt mir das so vor und ich bin deswegen überrascht, weil ich die amerikanische Rezeption bisher etwas anders wahrgenommen habe. Also da bohre ich nochmal nach. Ja. Das ist jetzt nicht, um Sie zu ärgern, sondern um besser verstehen zu wollen, was das eigentlich bedeutet. Ja, ja. Ich glaube, das war wegen meiner Einführung am Anfang. Vielleicht nochmal so zur Klärung, diese UNRWA war ja eine amerikanische Hilfsorganisation, die von amerikanischen Steuergeldern mit unterstützt worden ist. Und ich, also es gibt eben Dokumente, wo der Film auch dazu beitragen soll, dass eben weiterhin diese Begründung, dass da Gelder fließen, also mit eingesetzt werden sollte. Also der ist zum Beispiel gezeigt worden in den USA, zuerst in Washington und dann in anderen Städten, wo Bürgermeister eingeladen worden sind und so. Und dann gab es eine Spendenaktion danach, also für die Kinder in Europa. Und das war deswegen amerikanisches Publikum. Also es sollte sozusagen auch eingesetzt werden, um, ja, um UNRWA ein gutes Bild also zu vermitteln. Und das meinte ich, glaube ich, mit amerikanischen Gegenüber. Dass da, ja, also ich sehe da gerade am Anfang des Films auch, dass das viel, ja, man hätte das, da komme ich hin, irgendwie, dass da Informationen unterschlagen werden und dass zum Beispiel auch das Kind in dem, im Chorgewand, wenn das als jüdisch dann vorgestellt wird und dann so sozusagen da so behandelt wird von den, ja, und warum und was. Und das sind dann immer so das, Dialoge in dem Film, wo versucht wird, Informationen, die sozusagen da erzählt bekommen haben in den Lagern, also bestimmte Geschehnisse, dem Publikum zu vermitteln. Aber irgendwie so, deswegen wundert man sich ja manchmal auch, warum fragt denn jetzt nochmal nach? Warum ist denn jetzt nochmal die Geschichte, die nochmal erzählt wird? Weil das eben nicht bekannt war. Also, uns ist es jetzt heute bekannt, aber dem Publikum damals eben sind diese ganzen Geschichten nicht bekannt gewesen. Auch mit dem Roten Kreuz-Auto. Das wird dann eben nochmal auserzählt und nochmal formuliert. In diesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage so zum amerikanischen Publikum da mehr. Ja. Ja, okay. Ja, weil wir gerade schon bei der Rezeption sind, also nochmal, weil Sie ja gerade meinten, das war nicht kommerziell gedacht, der Film, und ich musste beim Gucken irgendwie öfter an Schindlers Liste denken, von der Machart irgendwie, also weil ich wahrscheinlich so dran erinnert, und wollte irgendwie nochmal nachfragen, wie ist denn, also was weiß man zu der Rezeption dann von dem Publikum in den USA und im Gegensatz dazu in den 60ern dann in Deutschland? Ja, sehr interessante Frage. Also ich weiß, dass es zum Beispiel diese Spendenaktion gab in den USA und auch sehr viel gespendet worden ist dann für europäisch, also für die UNRWA, für ja, einfach Kleidung, Essen und so weiter. Das war dann immer so eine Verbindung nach dem, nach einigen Filmscreenings, nicht nach allen. Der Film ist ja, hat auch Preise bekommen, also war auch in wurde auch als Film gefeiert, aber die deutsche Rezeption war wohl, also so, ich kenne einige Auszüge von, aus dem Nachlass von Zinnemann mit Reaktionen aus Deutschland, die nicht so gut, also das war eine sehr kritische Rezeption und
Ich muss jetzt aber auch nochmal also einschätzen, ob das war das 60er Jahre oder es gab auch, glaube ich, 2 oder 3 Filmscreenings in Deutschland direkt nach dem Krieg. Und dann gab es da Rezensionen, die wirklich ganz schlimm, dass sie ja selber gelitten hätten und bla. Also diese ganzen schlimmen Reaktionen dann deswegen. Ja. Ich gehe zurück zu Professor Kiesel. Ich verstehe ihn auch nicht. Die amerikanischen Soldaten waren im Krieg, im Befreiungskrieg, beteiligt. Tausende. Und die Leute haben das dann mitbekommen in Amerika. Auch die Grausamkeiten, was nachher rauskam, teilweise bekannt waren und hatten ein schlechtes Gewissen. Dass man die irgendwie beruhigen müsste, glaube ich, kann ich nicht verstehen. Dass die Deutschen beruhigt werden müssten, das kann ich eher verstehen. Aber das Publikum, das deutsche Publikum hat den Film 61 gesehen. Also mit Hinblick auf die hat man den nicht gemacht. Wir kommen, ich verstehe sozusagen die Irritation an dieser universalen Geschichte, aber wir kommen nicht umhin zu sehen, dass es ein Film für von einem jüdisch-amerikanischen Filmmacher an amerikanisches Publikum gerichtet. Mhm. Also die Europa nicht verstanden haben, weil der Krieg da nicht stattgefunden hat. Mhm. Also wir kommen. Also die mussten diese Gebäude sehen, die mussten die Ruinen sehen, damit es überhaupt. Genau, also aber ich weiß ganz genau, dass in Hannover, was neben Bergen-Belsen war, ist. Ja. Die Engländer haben die deutsche Bevölkerung durchmarschiert und denen gezwungen zu gucken, was da alles lag an Toten und alles Mögliche. So. Mhm. Ich überlege auch das. Vielleicht spitze ich meine Frage noch, weil das ist schon ein Punkt, deswegen will ich ihn nicht, Lea, nicht einfach überspielen. Ich stelle mir gerade vor, was wäre denn passiert, hätte man den amerikanischen Publikum, wir bleiben mal bei Ihrem Bild, dennoch die Brutalität der Vernichtung gezeigt, so wie sie stattgefunden hat. Und ich denke, wie die Dame vor mir, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es war nicht unbekannt. Ja? Also wenn man die Presse ernst nimmt und rezipiert, merkt man sehr wohl, bei all dem amerikanischen Antisemitismus, der wohl bekannt war, bis 1945, wenn man in Washington in das Holocaust-Museum eintritt, sieht man auch die Problematisierung, dass zum Beispiel Auschwitz nicht bombardiert wurde. Also es gibt da schon eine reflexive Selbstkritik, die dort thematisiert wird. Aber ich frage mich tatsächlich, wovor hätte man Angst haben müssen, wenn man dem amerikanischen Publikum, jetzt mal sehr abstrakt, das ist ja selbst nur noch so eine Größenordnung, eine Hausnummer, die ja noch gar nicht sozusagen so klar ist, wenn die Brutalität tatsächlich filmisch nochmal gesehen hätten. Was wäre passiert? Es wäre ein anderer Film. Also der Film ist einfach 1947, sorry, dass ich dazwischen liege, ist einfach angesiedelt vom Narrativ her, sozusagen nach der Befreiung. Ich würde trotzdem gerne mal einen anderen Gesichtspunkt reinbringen, weil ich finde, das ist sehr wohl ein Film für ein amerikanisches Publikum. Ich finde, der Film erzählt 2 Zukunftsziele oder 2 Auswanderungsziele. Also auf der Ebene der Geschichte, die Auswanderung nach Palästina, in Bezug auf die demokratischen Werte, finde ich, ist er ein großes Plädoyer, dass es einem als jüdischer Auswanderer in Amerika gut gehen kann. Und zwar in diesem mittleren Teil, den ich sozusagen eine Lesson in Selling Democracy, war ja eines der Programme, mit denen die Amerikaner nach Deutschland kamen, weil sie sagten, wir müssen auch Demokratie beibringen. Und ich meine diese zentrale Passage, wo sich die Beziehung zwischen dem Kind und dem Sergeant verbessert. Das ist ja eine ganz lange Passage, da sind sie meistens drinnen. Es fängt an, dass er wegläuft und dann stehen die beiden Männer im Tor, sie erinnern sich und rennen ihm nicht hinterher. Das ist ein Kind, was immer Angst hat, dass man ihm hinterher rennt. Das rennt über die Straße, zögert und kommt dann zurück. Und kommt wieder in die Wohnung der beiden Männer und dann geht ja dieser Prozess in Gang mit dem Sprachenlernen, mit der Benamung und mit der Bindung, würden wir heute sagen, des kleinen Junges an den
Sargent, der übrigens ja, muss man auch mal sagen, eine Schönheit ist. Das ist ja nun ein super stark Cary Grant. Also auch wieder so aufs Publikum gedacht. So, aber diese sehr lange Sequenz ist für mich sozusagen eine Lesson in Selling Freedom oder Selling Democracy. Ich meine Selling jetzt nicht negativ im Sinne von verkaufen, sondern im Sinne von werben für. Es geht auf der Basis von kompletter Freiwilligkeit. Und die Szene geht sogar so weit, der manchmal grapscht den Jungen, ja, wenn er zum Beispiel die Treppe wieder hochträgt, als er da will ja mehrfach abholen, dass das für den Jungen, so wird es gezeigt, nicht mehr als kompletter Angriff gesehen wird, so wie früher, weil er diese Erfahrung gemacht hat, dass das immer eine Angriffssituation ist, sondern es ist eine Bindung entstanden, eine sehr enge Bindung, und zwar im Medium der Freiheit. Und deswegen finde ich für mich das ganz stark ein Plädoyer für emigriert nach Amerika. Was? Emigriert ja, nach Amerika. Das ist wahrscheinlich beim Zinnemann auch. Ja. Hätte er befürwortet. Er ist ja auch gerne Amerikaner gewesen. Ja. Ich möchte noch eine Vermutung äußern zu der Frage, warum denn die Hauptfigur nicht jüdisch ist. Das war ja gerade die Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ist, um das Publikum zu schonen, aber ich glaube, ein wichtiger Kontext ist tatsächlich der Antisemitismus in den USA nach 1945. Es gibt mehrere wirklich ganz spannende soziologische Studien aus der Zeit, die quasi, also ganz früh, die belegen, es gibt Antisemitismus nicht trotz Auschwitz oder trotz der Erfahrung, sondern deswegen. Also das Ergebnis ist, die Leute hören von den Dingen in Europa und die Reaktion ist ganz oft nicht, deswegen sind sie weniger antisemitisch und sie werden dadurch antisemitischer, weil sie wollen nicht mehr davon hören. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Umfeld des Instituts für Sozialforschung in den USA noch, die befragen amerikanische Arbeiter und die haben wirklich das Ergebnis, dass sie sagen, die werden eher durch die Kriegsereignisse antisemitischer, als sie vorher waren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht die Idee ist, wenn wir dort eine nicht-jüdische Hauptfigur haben, können wir eher noch mal Sympathie wecken als mit einer weiteren jüdischen Erzählung. Und gerade finde ich auch tatsächlich die Figur, also die tschechische intellektuellen Familie. Das ist ja historisch falsch. Also Kinder und intellektuellen Tschechen wurden nicht deportiert, deren Väter wurden deportiert, aber nicht deren Kinder. Aber der erste tschechische Präsident hatte eine amerikanische Ehefrau, es gab da Verbindungen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich die Idee war, das könnte eher Sympathie erzeugen als ein jüdisches Kind. Also vielleicht nochmal sozusagen so ganz kurz als Einschub, das, was Imma eingangs gesagt hat mit der Schonung, das bezog sich auf diesen ersten Drehbuchentwurf, der so düster war und sozusagen von diesen Eindrücken in den Flüchtlingslagern mit einem Selbstmord geendet hat, ne? Und das war das, wo man das Gefühl hat, das kann man dem Publikum nicht zumuten, das muss man umschreiben. Ich meine, es war eine subjektive Einschätzung, ob die jetzt mit dem Publikum wirklich zu tun hatte. Aber ich finde schon, das ist eine zentrale Frage, warum erzählt dieser Film so eine universale Geschichte? Und soll ja damit ein Angebot gemacht werden. Und jetzt kann man sich fragen, war die US-amerikanische Gesellschaft so antisemitisch, dass man sicher gehen wollte, dass sie sich quasi auf das universelle Kinderschicksal der europäischen Kinder besser einlassen kann als auf die Verfolgungsgeschichte der jüdischen Kinder? Oder hatte das sozusagen ganz konkret mit den Spendenzwecken zu tun? Oder, ne? Also es ist, ich kann das auch jetzt nicht beantworten, aber es ist einfach, glaube ich, schon eine Frage, die man an den Film stellen kann. Ich würde gerne nochmal Bezug nehmen auf die Frage, warum es sozusagen kein Lehrfilm wurde. Im Endeffekt, die Amerikaner sind ja Befreier, die brauchen keinen Night Will Fall. Also sozusagen ist nicht die deutsche Bevölkerung, denen man wirklich in so einer didaktischen Manier beibringen muss, nicht mehr weiterhin die Welt in Brand zu setzen und Juden abzuschlachten. Also es ist sozusagen ein ganz anderes Publikum und das darf man auch nicht vergessen, trotz all dem Antisemitismus in der amerikanischen Gesellschaft. Und der zweite Punkt, den ich ganz interessant fand, die Darstellung des amerikanischen Soldaten, ich habe das auch eher freundlicher interpretiert, also weniger als, das sind so die naiven Amerikaner, die nicht so richtig wissen, wie sie mit diesen Kindern umgehen sollen, sondern eher als, also, die sind Mensch geblieben, weil die wurden sozusagen nicht, die sind nicht in diese Bedingungen gekommen, sozusagen ihr komplettes menschliches Dasein aufzugeben. Die haben sozusagen nicht den Zivilisationsbruch so in dem Sinne durchlebt und deshalb sind die vielleicht unbeholfen oder so ein bisschen ruppiger, aber das fand ich irgendwie eher freundlich und
habe das sozusagen weniger als naive Amis interpretiert, sondern eher so als eben Plädoyer auch für die Freiheit. Und auch nochmal sozusagen zu der Frage nach den Spendenzwecken. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich die jüdische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten auf der Seite der Israel, also der sozusagen zionistischen Pläne stand und so weiter. Aber die, ich meine, es gab ja immer noch während des Unabhängigkeitskrieges ein Waffenembargo seitens der Vereinigten Staaten. Also das war jetzt nicht so Common Sense, Israel zu unterstützen. Und vielleicht war es auch allgemein nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung, was es denn wirklich jetzt ausgemacht hat, sozusagen die Shoah. Was war wirklich die, was ist da passiert in Europa und warum braucht es die jüdische Heimstätte? Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so im allgemeinen nicht-jüdischen amerikanischen Kontext so bekannt war und deshalb vielleicht nochmal geworben werden musste, vielleicht auch mit diesem universellen Schicksal. Aber das ist nur so eine Vermutung. Ich würde da gerne auch noch anknüpfen, auch an das, was Doron gerade noch gesagt hatte. Also wenn ich das richtig verstehe, dieser Film war auch schon da für, insbesondere für Spendenzwecke. Also wir reden auch für um reiche amerikanische Familien, die auf irgendwelchen Filmgalen sind und da spenden dann für die UNRWA, oder? UNRWA. Also nicht nur, sondern eher so offizielle Veranstaltungen. Ja. Offizielle Veranstaltungen, das war zum Beispiel manchmal gekoppelt mit einer anderen Musikveranstaltung, dann wurde der Film gezeigt und dann war schon ein bestimmtes Publikum da, aber es war jetzt nicht ausschließlich. Ja. Genau, also dann geht das eigentlich schon so in die Richtung. Also das bedeutet, das waren schon Leute, die sich mit... die sich damit auch irgendwie identifizieren sollten. Und dementsprechend, glaube ich, hat man auch diesen blonden tschechischen Jungen gewählt. Und eben, also wenn man sich das überlegt, wir haben gerade kurz angetippt, der Antisemitismus in den USA in den 40er Jahren, ob da genauso viel, also wer jetzt mal ganz ohne Beschönigung gefragt, wer hätte dann gespendet? Also wenn man gezeigt hätte, das ist das Leid der jüdischen Kinder und wir haben ja einen jüdischen Protagonisten, wer hätte sich mit diesem jüdischen Protagonisten identifizieren können? Also beziehungsweise wir sehen, erwachsene Menschen sind da hingegangen auf diese Film-, Musikabende etc. oder auch grundsätzlich nur ins Kino. Niemand wird sein eigenes Kind mit diesem jüdischen Kind in dem Film assoziieren, identifizieren. Aber mit so einem universellen, blonden Kind kann man das deutlich besser machen. Also vor allem, wenn wir diesen Antisemitismus-Gedanken ansprechen. Und die andere Seite ist vor allem, ich glaube, der Film, das ist auch schon so ein bisschen angeklungen, setzt ein ganz deutliches Augenmerk eben aufs Leben, auf das Überleben und nicht auf den Tod. Also schon auch bewusst im Sinne von, diese Menschen brauchen jetzt Hilfe und wir zeigen nicht die Lager von 1945, weil es ist nicht mehr 1945, die Toten werden die Spenden nicht mehr brauchen. Wer diese Spenden aber braucht, sind die Kinder, die hier also wirklich ja Wagen für Wagen für Wagen für Wagen unendlich viele und am Ende kommen noch mehr Kinder und noch mehr Kinder und noch mehr Kinder, die brauchen alle eure Hilfe. Und dementsprechend, glaube ich, würde das zu sehr ausufern, würde man irgendwie wirklich noch zeigen, was ist davor passiert. Also so richtig ein Augenmerk legen. Es würde dieses Augenmerk von die Überlebenden, sie haben überlebt und sie brauchen eure Hilfe, denn sie haben keinen anderen sonst. Das würde es ein bisschen, das würde es zu sehr verdecken. Würde das verdecken und B, wenn, wie Sie gesagt haben, das wurde kombiniert mit so vielleicht mal einem Musikabend oder so oder auch im Kino. Also wenn wir jetzt beispielsweise, wir denken an Schindlers Liste, das ist ein Film, der nimmt unglaublich stark mit. Und das Erste, was man danach, also mir würde dann nicht irgendwie in den Sinn kommen, ich möchte spenden oder so, sondern nein, ich möchte mich erstmal verkriechen. Und danach wird man auch keine Musikeinlage machen können. Das ist eigentlich ein Film, der ist für solche Zwecke überhaupt nicht geeignet. Der ist auch nicht geeignet, dieses Mitleid, sondern hervorzurufen wie süße kleine Kinder, die aber noch eine wirkliche Chance aufs Leben haben, sondern das ist ein Film, der macht einen komplett fertig. Der weckt aber auch nicht dieses mitleidserregende, ich möchte da jetzt noch was helfen, sondern er schließt ab mit dem Tod quasi irgendwo. Und dementsprechend glaube ich... Aber es endet mit dem Leben von genau 3000 und dann insgesamt mit den Nachfahren. Aber es ist ein Film, der konzentriert sich eher auf den Tod in meinen Augen. Und dieser tut es nicht. Ja,
zwei Punkte noch zur Produktionsgeschichte nur kurz. Also der Lazar Wechsler, der Co-Produzent war und auch sehr Einfluss genommen hat auf die gesamte Produktion, also immer sehr rigide war, auch mit Änderungen an dem Film und am Skript, hat das nie zugelassen. Der hat vorher Filme gemacht und das wäre wieder so ein Argument für dieses Universal-Geschichte, weil der hat, also ist man, wie ist der mit der Luise, irgendwie so ein Film, wo ging es auch schon um Flucht und um Leute, die in die Schweiz einwandern wollten. Er hat auch ganz viele Preise bekommen, mir fällt jetzt bloß der Titel nicht ein. Und mit dem Film ist er eigentlich auf Welttournee oder mit dem hat er sehr viel Erfolg gehabt und deswegen konnte er auch jetzt diesen Film drehen. Also das war, mit dem war er dann auch in New York und hat sich da mit Cinnamon getroffen und ihn angefragt, ob er dann diesen Film mit ihm machen möchte. Und da ist auch schon so eine Erzählung drin, ne? Also das gesamte Leid durch den Krieg und der Krieg, also die Haupterzählung ist der Krieg und nicht irgendwelche Protagonisten in dem Krieg, sondern wir sind alle Opfer des Krieges, also so ein Deckel drauf einfach. Hier vorne gab es noch eine und dann da und irgendwann müssen wir, glaube ich, auch Schluss machen. Ehrlich gesagt, ich finde die Diskussion ein bisschen komisch, weil erstens ist mir nicht klar, dass das jetzt unbedingt eine christliche Familie ist. Ich habe das als eine jüdische intellektuelle Familie begriffen. Dann funktioniert doch die Geschichte. Und die zweite Sache ist, warum wird so viel darüber geredet, über Antisemitismus in den USA? Also ich habe den Film so gesehen, dass über die Geschichte der Kinder eigentlich erzählt wird, über ihre Traumata, was eigentlich passiert ist. Und das ist doch ein legitimer Kunstgriff. Also ich verstehe nicht, warum das irgendwie so problematisiert wird. Als ob irgendwie es nur um Spenden geht, die man erreichen will. Das war auch nur, ja, also es ging nicht nur um die Spenden, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Das war nur ein Kontext, in dem die Filme dann in den USA gelaufen sind. Ja. Sie hatten ja in der Einführung erzählt, wie wichtig es war, dann auch die entsprechenden jüdischen Kinder zu finden, die dann auch in dem Film mitgespielt haben, was auch ein besonderes Augenmerk auch von Zinnemann war. Also für mich ist, wenn ich jetzt das Narrativ dieser Geschichte sehe, mit dem blonden Jungen, da schon irgendwie ein bisschen was unstimmig im Vergleich zu dem langen Weg, den wir vorhin gesehen haben, wo eigentlich schon klar war, dass die Juden in den DP-Camps länger warten mussten, bis sie wussten, wo sie hinkommen. Und so viel ich das weiß, war das bei den Kindern ja ähnlich, dass die Kinder, die aus den Ländern, wo sie zurückgeführt werden konnten, innerhalb von Europa oder so, auch früher zurückgeführt wurden, als wirklich auch die jüdischen Kinder, die auch länger warten mussten. Dass es aber in diesem Narrativ, so wie es hier gezeigt wird, aber nicht wirklich deutlich wird. Also ich muss sagen, meistens bin ich eigentlich darüber gestolpert bei dem Jungen, der sich als Karel ausgegeben hat und dann rausgekommen, ach, der ist ja Jude, der hat sich hier versteckt, wo dieses Kind so als ein ausnahmejüdisches Kind hier in diesem Camp dargestellt worden ist. Und ich denke, die Wahrheit war ja eigentlich, dass es überwiegend jüdische Kinder waren. Und da ist natürlich dann jetzt auch in der deutschen Synchronisation nochmal ein ganz deutlicher Bruch, dass sie dann ausziehen mit Glory, Glory, Halleluja, weil in dem Original singen sie ja dann zumindest ein hebräisches Lied, wo das dann irgendwie auch deutlich ist, dass diese Kinder jetzt Richtung Israel jetzt das Camp verlassen. Also da war schon einiges so ein bisschen unstimmig, wie gesagt, nicht nur der blonde Junge, sondern dann halt auch, dass der andere Junge als große Ausnahme irgendwie dargestellt wurde. Ja. Ja, obwohl es wird auch gesagt an zwei Stellen, dass sie warten müssen. Ich glaube, das ist einmal mit dem, wo die Jungs sich bekämpfen auf dem Vorplatz, wo sie die Mutter dann zuschaut und sie auseinander, also zurechtweist. Da wird das auch nochmal gesagt, dass sie eigentlich auf die Ausreise warten nach Israel. Aber es stimmt, das ist so ein bisschen, sind so zwei Schienen und es ist nicht eindeutig, ja. Und mit dem Jungen, das ist mir auch so aufgefallen. Entschuldigung.
Aber vielleicht auch nochmal, also wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, der Film wird 47 gedreht, soll aber die Situation 45 zeigen. Also und zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich noch so, also 1945 gibt es ich kann da jetzt keine korrekte Zahl sagen, Christiane sagte vorhin, 44 waren es 21 Millionen Displaced Persons in Europa, also Menschen, die nicht in den Heimatländern waren und unfreiwillig irgendwo anders. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz große Zahl und es sind natürlich 45 eben nicht nur jüdische Kinder, das ist schon richtig. Aber die Zahl der anderen Kinder nimmt natürlich dann sehr schnell ab, weil eben die Repatriierungsmaßnahmen mit Hochdruck erstmal gemacht wurden. So. Und diese Kinder konnte man nicht repatriieren, also blieben sie übrig und mussten warten. So. Das ist einfach nur, um nochmal darauf hinzuweisen, ich glaube, das ist schon auch wichtig für diesen Film. Wir sehen ja auch diese Trümmer, so sah Deutschland ja auch irgendwie 47, 48 dann schon nicht mehr aus, ja? Auch wenn es immer noch, wenn man das alles noch sah. Also darf ich nur eine Zahl noch dazu, es sind ja alles immer Schätzungen, aber es gibt die Schätzung, dass der 1945 der Anteil der jüdischen Menschen unter den Displaced Persons, die sich auf dem ehemaligen Gebiet des Deutschen Reichs aufgehalten haben, 2% war. Und dass im Rahmen genau dieses Mechanismus ist, der dann einsetzte, dass in der Konferenz von Jalta gesagt wurde, sagten die Alliierten, wir wollen repatriieren. Wir kommen mit diesen Millionen Geflüchteten ganz in Europa, die müssen zurück erstmal. Also Nationalstaatsprinzip. Und es wurde auch ganz kräftig, es sind 4,5 Sowjetbürger repatriiert worden, relativ schnell. Und das heißt, dass der Anzahl, der Prozentsatz der jüdischen Menschen unter den Displaced Person, der ist dementsprechend in die Höhe geschnellt, weil sozusagen repatriiert wurde und andererseits durch die harte Situation in Osteuropa, Pogromen in Polen, Mordserien in Polen, ganz viele osteuropäischen Juden, die im Krieg eigentlich in die Sowjetunion geflohen waren, weg von den Nazis, merkten von der Sowjetunion zurück in ihre osteuropäischen Heimatländer, ging auch nicht und kamen dann vor allen Dingen in die amerikanische Zone. Das heißt, in den ersten 2-3 Jahren ist der Anzahl der jüdischen Displaced Persons sehr stark in die Höhe gegangen, bis am Schluss dann, glaube ich, 40-50%. Insofern, das ist die Zahlen zu der Bewegung, die Lea gerade geschildert hat. So, ich habe jetzt das ganz strenge Zeichen bekommen, dass wir jetzt Schluss machen müssen. Ich freue mich sehr über die Diskussion, aber die Security schmeißt uns sonst raus. Wir führen das morgen weiter, wir bringen mehr Filme mit und ich hoffe, Sie diskutieren dann weiter mit und jetzt wünsche ich eine gute Nacht.